Hallo. Kamera an. Ich begrüße euch. Wie geht es euch? Ich schalte mich mal bei der Suki zu. So, pass auf. Hallo. Oh Gott. Bin da. Ja, ich hab's mitbekommen. Voll erschrocken. Sachen gibt's. Kommt so unerwartet. Ja. Ich war gerade dabei, das Spiel episch zu starten. Okay, ich habe gerade offscreen mal probiert. Wie kann man denn sein Prime-Logo ausblenden? Oh Gott. Weißt du das noch? Ich habe das gefunden für Gründerabzeichen. Prime war irgendwo in den. Ich weiß es nicht mehr. Also es gibt in den Einstellungen Twitch Ja. Prime, aber da kann ich nichts mit Nee, dem. nee, bei Prime ist es nicht. Ich glaube, du musst auf den Chat, auf das Zahnrad gehen. Warte mal, ich guck mal kurz. Ach, ich bin jetzt in meinem. Symbol, da habe ich ja schon geguckt. Zeitmarke anzeigen. Ich muss mal in den also nicht Mod-Einstellungen auf jeden Fall. Ach, oh, ich war in den Mod-Einstellungen. Und dann, genau, bei Identität bearbeiten und da kannst du Twitch Prime ausblenden. Ja, man muss auf Nicht-Mod gehen, dann funktioniert das. Und warte mal, anpassbare Abzeichen. Twitch Prime. Also, muss ich dann wahrscheinlich auf keine gehen, oder? Ja, genau, auf keine. Ein Test. Achso, ihr könnt mal sagen, Juhu. ob der Amras laut oder zu leise ist. Hallo. Oh Mann. Oh, gut. Achso, Multilink gibt es auch. Den hat Blizzard schon gespammt. Das ist sehr schön. Ich habe den auch Also schon nicht bei mir in den gespammt. Chat gepostet. Ja. Ich muss mal was ausprobieren. Ich habe. Ah, das funktioniert. Perfekt. Du, Suki, Ja. ich habe bei mir im Chat mein 3-Monats-Abonnenten-Badge. Kann ich das auch irgendwo umstellen? Weißt du das? Also, warum ich das überhaupt habe, verstehe ich nicht. Du bist, weil du 3 Monate lang wahrscheinlich schon das hast. Nee, das macht keinen Sinn, sonst hätte ich Nee. auch schon 3 Monate. Naja, nee, du hast ja Du meinst, keine, das ist hier drei. du hast ja keine Abo-Badges. Ich habe keine Abo-Badges, aber es Ja. ist immer das, was am längsten von Existenz her möglich wäre. Weil du ja, sage ich mal, dein Ah, okay. immerwährender Sub bist. I see. Ja. Ja. So, und jetzt spielen wir auch ein Spiel. Nachdem wir das organisatorisch hier geklärt haben. Ja. Ne, ich habe mir gedacht, wenn ich die Suki schon mal hier habe als alte Expertin, starte ich jetzt auch mal das Spiel, wa? Ja. Wir sind noch nicht so weit wie der Amras in seinem Spielstand. Ich bin noch nicht so weit wie ich. Ja, also wie dein anderes Ich, wie Ach dein so, alleine Ich. Sun schreibt gerade, dass es im Multistream offensichtlich Probleme mit dem Chat gibt. Aber Twitch hat Ja, ja ein Twitch. paar Probleme mit dem Chat in letzter Zeit, nicht wahr? Also wundert euch nicht, ich habe auch zum Beispiel, wurden mir Subs nicht angezeigt und solche Sachen. Huch, das Spiel, was will das Spiel von mir? Ich, genau, Ach. Blizzy, ich bin, oh ho. Ich muss Oh, mal jetzt wieder geht's, hier ich rumkommen. bin mein treuster Abonnent. Ja, So ich sieht's bin auch mein aus. treuster Abonnent. Ja, nee, Ich zahle mir jeden Tag, ich zahle mir jeden Monat sogar mehr als 5 Euro. Was ist denn Tier 3? Man ist Wie? ja Tier 3 Sub. 19? Sind das 19? Was meinst du, Tier 3? Du bist ja Nee, der. es Also. ist 15, 25, glaube ich. Ah, okay. Also du bist ja auf Tier 3 eingestuft. Jeden Monat mehr als Tier 3. Ja. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Irgendwas wollte man gerade sagen. Ja, ach so. Es wurden auch Subs nicht angezeigt und solche Sachen. Also wundert euch nicht. Ich glaube, Twitch ist momentan ein bisschen überlastet. Der Chat funktioniert ganz oft nicht und so. Ich habe schon vermutet, vielleicht sind bei Twitch auch einige im Homeoffice und es ist nicht mehr ganz so leicht, sofort auf Dinge zu reagieren oder zeitnah auf Dinge zu reagieren, die passieren. Ich muss mir jetzt erstmal angucken, was wir Bei mir funzt zuletzt der gemacht haben. Chat so gut wie nie. Ach so, der funzt so gut wie nie. Ach so. So, soll ich Okay. mal eine kleine Tour machen
mit mach euch, mal eine kleine Tour. Lieben. Ich mache gerade eine private Tour. Also mein Chat sieht das gerade, was ich mache. Ja, fein. Ist ja lustig, beiden zuzusehen. Ja. Ist beim Multistream eigentlich automatisch ein Stream gemutet? Ich glaube nicht. Das ist ja dann lustig. Also ich würde euch empfehlen, einen zu muten. Ja. Also, von hier oben holen wir unser Concrete. Da hinten, wir haben auch in der Wüste gestartet. Welche Überraschung. Da hinten läuft noch ein böser Onkel rum. Ja, wir sind hier quasi beim Pilzwald. Ne? Ich bin im Stream-Spielstand bin ich ein bisschen weiter nördlich oder nordöstlich zugange. Was machen wir hier? Das Hub haben wir so ein bisschen erhöht, an eine Felswand gestellt, wo die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass es uns irgendwann im Weg steht. Was haben wir wo gemacht? Ich guck gerade, was wir so irgendwo hingestellt haben. Also ich guck mir unsere Fabrik, will ich es noch nicht nennen, aber unsere Produktionsstätte schon mal an. Ja. Ja, hier passiert unsere Concrete-Produktion. Ich meine natürlich, oben holen wir unseren Limestone her, nicht unser Concrete. Hier hat die Suki total schief gebaut. Wo? Bei unserem Kupfer. Ey, das ist voll stylisch. Ja. Also es sind diese kleinen Anfangsproduktionen. Ich habe hier schon direkt darauf bestanden, dass wir sehr, sehr erhöht anfangen zu bauen. Um genau zu sein, so erhöht, dass wir hier eigentlich nirgendwo Probleme kriegen sollten. Mit irgendwelchen Nodes oder mit irgendwelchen Dünen, die uns in der Gegend oder die uns nerven, wo wir dann reinbauen müssten oder drumherum bauen müssten, wenn wir kein Clipping wollen. Wie scanne ich nochmal? Heute im Team V gedrückt halten, hast du das Scanrad. Ah, okay. Okay, ich scanne jetzt einfach mal random nach Kupfer. Da ist Kupfer. Ja, unseren Space Elevator haben wir, glaube ich, als wir das letzte Mal gespielt haben, schon aufgebaut. Ich guck mal ganz kurz. Ja. Ich glaube, es ist auch so geregelt, dass wir da ganz gut drumherum laufen können. Ne? Ja. Den haben wir, glaube ich, ganz frisch aufgebaut. Genau, und auch hier so aufgebaut, dass die Gefahr relativ gering ist, dass wir den irgendwie noch umbauen müssen, weil ich glaube nicht, dass wir hier hinten noch großartig in den Pilzwald expandieren werden. Aber Midi steht ja nicht, ne? Nee, ging nicht. Ging nicht. Wenn dir das ging stört. Ging nicht. Wenn dich das stört, dann baust doch um. Ging nicht. Wenn ich sowas höre, nein. Da, weißt du, da sagt er, ich bin total penibel, was gerade angeht und jetzt wird rumgemeckert. Ja, aber Suki ist wirklich schlimmer als ich. Gar nicht wahr. Doch, voll nein. Wahr. Nein, nein. So, ja, also hier kleine temporäre Produktion von Biofuel, aktuell nicht gefüllt. Wir sind aber vom Biofuel her ganz gut aufgestellt. Ein Container und Quetsch voll. Was absolut okay ist, wobei ich auch gleich nochmal los könnte eventuell. Nee, Blizzard, das ist nicht die Fabrik vom Amras. Das ist eine selbst zusammengeschusterte. Na, Fabrik will ich es noch nicht nennen. Ich finde es übrigens super stylisch, dass wir eine Plattform schwebend in der Luft haben. Es sieht ein bisschen ulkig aus. Das ist die gute Technology, die das möglich macht von Fixit. Mhm. Oh. So, ich brauche jetzt mal eine Werkbank. Ah, ich werde gleich nochmal mit der Kettensäge eine Tour machen, denke ich. Okay, ja, 4 von unseren 6 Biofuel-Generatoren laufen. Wir sind aber auch, ich muss da gleich mal gucken. Wie viel habe ich jetzt? Wollten wir nicht noch Kupferblech machen? Kupferblech machen wir doch. Hier hinten mittlerweile, oder nicht? Darum hast du doch die Kupferproduktion umgebaut, meine ich, oder? Wir machen Kabel. Wir machen. Ach doch, wir machen Blech. Wire und wir machen hier oben Blech, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich habe es gerade nicht gesehen. Buah. Und es ist wieder, oh nee, hä, meine Schnellleiste ist noch da, die war das die letzten Male immer weg. Milestone-mäßig, wir wollen so schnell wie möglich zur Kohle, aber wir müssen unseren Space Elevator erstmal befüllen. Mit was denn?
Ja, guck doch mal nach. Ich bin schneller. Mit Smart Plating. Ich bin schneller. Nein! Man sollte sie seine Reserven bis ganz zum Schluss aufheben und nicht kurz vorher beim Sliden verrecken. Ich bin halt keine Sprinterin, das war ich noch nie. 50 Smart Plating. Ach, da brauchte ich. Müssen wir. Warte mal. Ich muss mich sortieren. Das konnten wir nicht per Hand craften. Genau, ne? Die Sachen können wir nicht per Hand craften. Das heißt, einfach irgendwo einen Assembler hinstellen und zwei Container dahinter, einen Container davor und dann das per Hand befüllen. So mache ich es. Weil ist der Assembler der Manufaktor? Der Assembler ist der. Ja. Der da? Der zwei Inputs hat. Ja. Mhm. Weil ich sehe es nicht ein, Sachen, die man nur einmal oder zweimal für den Space Elevator braucht, in irgendwelche längeren Produktionsketten mit einzubauen. Das habe ich am Anfang gemacht, als ich angefangen habe, weil ich es nicht besser wusste, aber mittlerweile nope. Oh, und ja, Zero, heute im Team. Wir sind heute ganz im Team. Hä? Ach, ich brauche Rotoren. Ich bin ja auch blöd. Ihr müsst entschuldigen, ich spiele das Spiel nicht so häufig. Wieder am Raster. Das stimmt. Was glitschst du da rum? Ich glitsch gar nicht. Ich duck mich und stehe wieder auf, weil ich es kann. Du glitscht. So. Jetzt hast du's. Geht das mit Steuerung zu teilen? Anscheinend nicht. Doch. Doch. Nee, mit der rechten Maustaste. Also wenn du die rechte Maustaste einmal drückst, halbierst du. Wenn du sie gedrückt hältst, kannst du per Regler einstellen, wie du splitten willst. Ah! Okay, doch nicht. Ja, der Plan ist eigentlich erstmal wie immer oder im frühen Stadium des Spiels einfach so schnell wie möglich zur fucking Kohle zu kommen. Baust du nur einen Container Energie dahin? Zu automatisieren. Nee, ich baue für jeden Slot einen Container, weil okay. Du musst ja jeden Container einzeln befüllen. Das wäre mir sonst halt auch komisch vorgekommen, weißt du? Ja, wir haben ja also mit einem Smart Splitter wird es auch mit einem Container funktionieren, aber wir haben ja noch keinen Smart Splitter. Ist das jetzt gerade? Das ist ja völlig wurscht. Wir bauen das ja wahrscheinlich eh wieder ab dann. Ist trotzdem gerade so. Ich würde das einfach da hinstellen. Ah, ich kriege meine Finger heute nicht sortiert. Zu Na, teuer. Ich brauche Eisenplatten. Keine Platten. Hä, wo sind denn unsere Eisenplatten? Hier vorne in einem der beiden Container. Im linken oder im rechten. Kein Überblick hier, meine Güte. Nee. Ich habe super lang nicht mehr gespielt. So, Smart Plating braucht 2 für 2. Also brauchen wir 50 Reinforced Iron Plates und 50 Rotoren. Ich hol das mal. Im Inventar, die kann ich ja gleich mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob wir schon 50 Rotoren haben. Die war recht neu, ne? Wir hatten, glaube ich, gerade 69 oder so. Ich habe schon mal ein paar reingepackt. Wie viel denn? 39. 39, okay, pass auf, dann nehme ich mal die 48, die wir noch haben. Oh, ich habe ja noch keine Dings an. Upsi. Und 100 Reinforced Iron Plates. Oh, kollabiert das Stromnetz jetzt? Nee, ne? Nein. Ich weiß nicht, wie viel wir verbrauchen. Wo hast du die Rotoren dahin? Oh, 15. Vielleicht sollten wir doch mal ein Dings. Nö, passt doch. Wir sind bei 98,9, wenn das Ding 15 verbraucht. Ja, ach, hast du schon eingestellt? Was hab ich eingestellt? Ich habe Smart Plating schon eingestellt, ja. Okay. Wie viel hattest du? Ich war gerade irritiert. Wie viel hattest du reingepackt? 39. Ah, egal, ich packe einfach den Rest rein und gut ist. Ja. 39 hatte ich reingepackt. Ach Quatsch, wir brauchen ja sogar nur 50 Reinforced Iron Plates. Ach egal, soll das durchlaufen. Das Smart Plating, was wir nicht verbrauchen hier, können wir ja eben in den Sink hauen. Dann kriegen wir auch mal ein paar Coupons.
Haben wir überhaupt schon eine Dings? Nee, wir müssen eine Sink bauen, aber da müssen wir auch gucken. Die braucht halt auch 30 Megawatt, also die braucht quasi exakt einen Biogenerator. Die alte Kacksau. Nee, Friendly, ich habe die Nacht überhaupt nicht gut geschlafen. Amras lebt wieder am Limit. Ja, es füllt sich doch immer bis 3 auf. Wenn ich nur in der Base rumspringe, dann lebe ich immer am Limit. Gut, das läuft durch. Ich muss mir mal die Meilensteine. Das ist ein komisches Wort. Wir können uns noch keine Meilensteine angucken, weil noch keine weiteren freigeschaltet sind. Ach so. Die schalten wir dann erst frei, wenn wir den Space Elevator befüttert haben. Mit den 50 Smart Plating, die wir dann irgendwann haben. In wir ungefähr, haben erst zwei. Der macht ja nur 2 pro Minute. Was können wir denn jetzt noch so machen? Im Moment können wir gar nichts machen, weil im Moment alles am Smart Plating hängt quasi. Ja, das heißt, wir müssen jetzt noch so 20, 25 Minütchen warten, bis unser Smart Plating fertig ist. Okay, so lange sollen wir labern, das kriege ich. Also wir hätten das auch nicht früher machen können, weil wir die Rotorenproduktion erst relativ frisch aufgesetzt haben. Du bist auch erst um 3:30 ins Bett gegangen, Friendly. Boah. Was sagt die Mam für die Zwischenzeit? Können wir mal gucken? Kannst du mal gucken, was wir erforschen können? Steht unsere Mam da oben? Ja, ne? Ja, es steht alles rechts neben dem Hub. Ich habe das alles mit aufgebaut, ne? Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Nur du hast den Großteil davon aufgebaut. Ich habe dich den Großteil ja einfach machen lassen. Weil ich ja eh schon weiß, wie das alles geht. Pass auf, du guckst dir die Forschung an. Derweil gehe ich kurz mit der Kettensäge auf Tour. Mach das. Na, ich bin auch nicht so der Nachtmensch. Also ich gehe früh ins Bett und stehe sehr früh wieder auf. Aber heute Nacht konnte ich nicht so schlafen. Haben wir denn ein paar Alien-Organe? Alien? Alien? So wie Shen in... Nee, Organe haben wir noch keine. Organe kriegen wir von den Spuckern. Wir haben 2. Okay, dann haben wir irgendwann schon mal so einen Spucker. Ich schmeiß jetzt einfach die Panzer da rein. Ich bin super irritiert, warum die Nüsse hier wieder da sind. Ich meine, die habe ich alle schon aufgesammelt. Forschung beginnen. Aber hey. Na, aber es ist ja Wochenende. Huh. New recipe was? Du darfst nicht so. Ich erschreck mich dann. Entschuldigung. Ich darf nicht so. New research available in the MAM. Na, wenn man jetzt nicht unbedingt früh aufstehen muss, dann kann man sich auch mal verzocken, finde ich. Also man muss ja dann nicht immer gleich brav um 1 oder so ins Bett gehen. Kannst ja auch mal länger werden. Was ist das? Bist du Kohle? Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Oh, Kohle? Ja, nee, einfach so zum Abbauen, dass wir mal was haben, auch für... Wir können Kriterium scannen. Gibt keins hier in der Nähe. Hallo Leo. Ach, wie kommt es, dass wenn ich Alex spiele und somit nichts von der Außenwelt mitbekomme, du beschließt zu streamen? Tja, das liegt daran, dass ich dich in Discord stalke und gucke, wann du Alex spielst und dann anfange zu streamen. Aber was soll das denn sonst liegen, Leo? Zwei von euch? Paar Pistole, meine wichtigste Waffe. Wobei jetzt die Grundfarbe kann man ja jetzt ganz easy einstellen. Ja. So, dann bringe ich auch gleich ein bisschen Katerium mit. Nüsse. Nom nom. Oh, ein Alien-Organ haben wir doch, wenn wir 2 haben. Wenn wir 2 haben, haben wir auch 1, das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, das war keine falsche Aussage. Vielleicht ein bisschen kompliziert, aber... Das ist eine vollkommen korrekte Aussage. 1 ist ja eine Teilmenge von 2, habe ich gehört. Mhm.
So, dann, ne? Juhu! Hab heute ein LP von Alex gesehen, ist ja mega. Was lohnt sich? Lohnt es sich, die Forschung, also da 10 Alien-Panzer reinzustecken, um Biomasse herzustellen, oder lohnt sich das nicht? Das lohnt sich, weil du später mit den Alien-Panzern einfach nichts anfangen kannst, außer Biomasse daraus zu machen. Okay, dann mache ich das doch einfach mal. Also unsinnig ist das sicherlich nicht. Es lohnt sich eigentlich immer alles zu erforschen, was angeboten wird. Puh, es leckt schon wieder ein bisschen. Es dauert immer sehr lange, bis das komplett alles abgebaut ist. So, schub, 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 schub. Structural Analysis. Ach, die Pistole kriegt man hier auch. Okay. Oh ja, die, was brauchen wir dafür? Die sollten wir... Reinforced Iron Plates, Schrauben und Rotoren. Reinforced Iron Plates, Schrauben und Rotoren. Na, dann können wir die ja schon in Angriff nehmen. Ja, ich bin gerade dabei, das zusammen zu suchen. Sehr cool, weil wenn wir uns die bauen, dann fühle ich mich schon mal deutlich sicherer als mit dem normalen Zabber. Ich weiß aber nicht, ich glaube, Rotoren haben wir noch nicht genug. Ja, Rotoren habe ich gerade alles rausgenommen und in den Dings gesteckt für Smart Trading. Da werden wir einfach noch ein bisschen warten müssen. Oh, wir haben schon 21 wieder. Ja, das, ich weiß nicht, auf was wir es ausgerichtet haben, wie viel pro Minute. Wir haben doch so ganz komisch gemacht, oder? Ja. Ja. 2,7 Teile pro Minute. Ja. Und Schrauben. Haben wir Schrauben? Ne, eine Produktion an Schrauben haben wir nicht, ne? Doch. Nee, Schrauben machst du aber einfach aus Rods. Ja. Also ich mach nie eine separate Schraubenproduktion und lager Schrauben ein oder so. Weil man die sich auch relativ einfach herstellen kann. Das sah auch gestern Abend sehr hektisch aus, Renton. Ich glaube, das wäre kein Spiel für mich. Was sah hektisch aus? 7 Days to Die. Ja, Zombie-Spiel halt, ne? Zombie-Zerfeifel. Wie viele Schrauben braucht man eigentlich? Vielleicht erstmal gucken und dann herstellen. 500, okay. Oh, gleiche Kettensäge alle. Kann man das nicht auch mit Leertaste drücken? Ja. Finde ich angenehmer als mit der Maus beim Herstellen. Ja, du kannst das Ding auch mit der Leertaste drücken lassen. Den alten Herstellbutton. Ich finde es total cool, dass der anfängt zu glühen. Ja. Kleine Details, die das Spiel einfach liebenswert machen. Irgendwie registriert er hier manches nicht im Multiplayer. Nein. Was registriert er nicht? Na, wenn ich hier... Red weiter. Ich kann hier gerade überhaupt nichts einsammeln. Entweder leckt er noch, oder ich fliege hier gleich raus. Oder mein Inventar ist voll. Vielleicht liegt es noch daran, dass mein Inventar voll ist. aber wir hatten das doch schon ein paar Mal, dass es im Multiplayer ab und zu unrund läuft. Ja, ja. Das hatten wir in der Tat schon mal wieder. Ja gut, der Multiplayer ist halt auch noch nicht ausgereift, sage ich mal. Scheint auch leider noch ein weiter Weg bis zu den dedizierten Servern zu sein. Verschlucke ich mich glatt, so Kettensäge alle. Ach, ich brauche noch Rotoren. Ja, so ein paar Zombie-Survivals habe ich auch gespielt, so The Forest oder so ein Kram. Das fand ich auch ganz cool, habe ich auch durchgespielt. Aber ich finde jetzt nicht alles geil in diesem Genre.
Guck mal, noch eine Schnecke. So. Sterbe ich dadurch? Nein. Berühmte letzte Worte. Alter, Gemüse und Fleisch vom Grill. Flo, hör auf, sowas. Oh, Flo. Hör auf, sowas Böses zu schreiben. Fängt er an? Der fängt an. Sehr schön. Dann kann ich den anderen Kletterradatsch ja wieder abgeben. So, hoffentlich läuft der Stream nach dem Neustart jetzt flüssig. Twitch manchmal. Ja, Twitch muss halt auch ordentlich was stemmen in den letzten Tagen. Ja. Ja. Ich habe bisher nichts mitbekommen. Also, falls was war, ich war nicht da. Hast auch nichts verpasst, außer eine kleine Vorstellung. Oh, bei mir ist noch nicht mal der. Bei mir ist der Space Elevator gar nicht da. Bei naja, irgendwie fehlt ein Stück vom Space Elevator bei mir. Okay. Willkommen im Multiplayer von Satisfactory. Hm. Nun ja. Wie sieht denn hier aus? Was fehlt dir denn? Das ist der Mittelteil, also der Teil von den Krallen bis ein ganzes Stück weit hoch. Quasi die ganze Insel, wenn du es so willst. Die fehlt einfach mal komplett. Habe ich nicht irgendwo schon eine Dings für Flower Petals bestimmt? Ne? Ich habe sogar schon Farbgedönsel hergestellt. Ich glaube, hinter der Tür. Ja, das könnte natürlich auch sein. Hier hinter, meinte ich. Das ist jetzt hier hinter der Tür, ja? Ich habe mich gerade voll erschreckt, weil du mir so entgegengesprungen bist. Hör auf damit. Wir jagen uns einfach gegenseitig in die Luft. Nein, jedes Mal Schrecken ein. Du musst so. Nur was ins Mikro sagen. Ich spring dich an. Perfekt. Ich sehe schon, Subnautica dauert noch. Ja. Tut es wohl. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Du? Ja. Nee, gar nicht. Doch. Ja, Ironie funktioniert im Internet nicht. Ne? Nee, es gibt da ja auch keine Frauen und so, weißt du? Ja. Passt das denn alles noch mit dem Dings, mit dem Strom? Ja, wir müssten eigentlich knapp unter den 120 ja. sein aktuell. 113,9. Ja. Na gut, jetzt das Smart Plating, dann den Space Elevator füttern und dann Kohle freischalten und dann Abfahrt. Wissen wir, was wir heute noch machen? Ein bisschen ja. Kohleenergie. 28. 28 Kohleenergie, okay. Ja. Ach, ich kann ja nochmal nach der Forschung gucken. Wird, sagt die Bescheid, wenn sie mm-mm. fertig ist? Mm-mm. Wo denkst du hin? Könnte doch so ein kleiner Jingle oder so kommen. So nach dem Motto, ist fertig. Kommt kein Jingle. Oder ein Piepen. Mem hat keine Zeit für Jingles. Die muss überlegen, welchen scheiß alternativen Bauplan sie einem mit der nächsten Festplatte gibt. Das ist nicht so Glück, was ich mitbekommen habe, so am Rande. Nee, sonst hätte ich das jetzt auch nicht gesagt. Das hielt sich wohl ein bisschen in Grenzen. Also aber egal, kann man im auch nächsten diese doppelt bekommen und so? Was? Nee, du kannst keine doppelt kriegen. Okay. Ja, das wäre ja sonst gemein, wenn du dann die auch noch doppelt bekommen kannst. Komm ich hier rüber? Aber ganz knapp nicht. Vielleicht mit Anlauf. Wie ich mein Internet hasse, zwei Streams gleichzeitig ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Oh je.
Dann such dir doch eine aus, wo du guckst. Ja. Wenn zwei nicht funktionieren, dann guckt man halt ein. Ist ja im Prinzip der gleiche Inhalt. Oh, jetzt darf ich aber nicht... Oh, jetzt darf ich aber den Dings gar nicht befüttern, theoretisch. Den Dings gar nicht befüttern? Den... Du sprichst langsam echt wie ich. Den Constructor für die Biomasse. Warum darfst du den nicht befüttern? Weil uns sonst das Energienetz um die Ohren fliegt. Es sei denn, ich kann mal ganz kurz hier mal ein bisschen Biomasse hinlegen. Ich mach einfach noch einen an. Hängst du schon dran? Ich? Der hängt... Ja, der hängt schon dran. Oder? Ja, 150. Ich glaube, dort ist das gleich alles so vernetzt, dass, ja, ja, ja. Dass du nur was reinschmeißen musst. Ja, das hatte ich wohl. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind, das auf den Weihnachtsmann wartet. Alle zwei Sekunden nachgucken. Subnautica in VR ist zwar mega hübsch, aber echt nicht gut optimiert für VR. Nun ja. Kann ich alles haben. Ich glaube, ich könnte gar nicht VR spielen. Wo steht unser Concrete hier? So. Junge, das fräst sich da durch. Junge, Junge, Junge. Die Snap-Punkte sind teilweise echt so schlimm wie ein Ark. Nee. Doch. Nee. Kein Spiel hat so schlimmes... Snap Points wie Arc. Kann man sich eigentlich immer noch einbauen? Nee, ne? Wo einbauen? Wie einbauen? In eine Foundation. Hier oder in Arc? Ja. Hier, in Arc kriege ich das hin. Das weiß hier ich. Hier konnte man das nie. Echt nicht? Nee. Aber ich konnte mich in ein Förderband einbauen. Hast du das gemacht? Nee. Aber das konnte ich mal, das weiß ich noch. Da ach so, ich gefragt, warum ich mich nicht mehr bewegen konnte. Das kann sein, wenn du das baust und wenn du dich dann reinstellst, wenn es quasi aufploppt sozusagen und tatsächlich gebaut wird. Aber in eine Foundation kannst du dich, glaube ich, nicht reinbauen, soweit ich weiß. Warum schmeißt du nicht eigentlich gleich alle Burner an? Wenn die weniger ausgelastet sind, brennen die sich auch langsamer durch das Fuel. Naja, wenn ich einen mehr anhabe, brennt sich einer mehr durch das Fuel, was im Endeffekt, der Verbrauch ist exakt der gleiche, egal wie viel ich anhabe. Der Verbrauch misst sich ja an dem Stromverbrauch, den du hast und nicht an der Anzahl der Burner, die du hast. Das heißt, ob ich da jetzt 5 anhabe oder 15, das spielt keine Rolle. Derzeit bekomme ich endlich mal meine 30 Mbit, für die ich bezahle, weil LTE ja ein geteiltes Medium ist. Und gestern... Okay. Ist ja der Burner. Haha, Leo, haha. Oh Gott. Leo ist mein Bruder im Geiste, ey. Ja, dann tut ihr euch noch mit meiner Schwester zusammen und dann geht's ab. Mhm. So machen wir das. So. Upsi. So, das sollte ja erstmal wieder eine Weile reichen.
Ich bin jetzt auch nur sicherheitshalber nochmal losgegangen. Wir hatten ja eigentlich noch einen vollen Container, aber... Es dauert ja auch noch eine Weile, bis wir bei der Kohle sind. Ach so, das meinst du. Ja gut, wenn ich mehr Burner habe, muss ich seltener nachfüllen, aber dafür mehr nachfüllen. Absolut richtig, ja. Da hast du recht. 42. Hast du hier hinten gerade neue Foundations gebaut? Ja. Okay. Durfte ich das nicht? Nee, ich habe mich nur gewundert, weil die mir hier gerade wieder alle gleichzeitig gebaut wurden quasi. Ich habe die Ecke einfach mal so gerade gemacht. Also hier war so eine Ecke. Ja. Und hast du gerade gemacht. Mal... ja, ich habe eine Ecke jetzt, gerade gemacht. Jetzt haben wir gerade Ecken. Oh endlich. Gott. Man darf das alles nicht so ernst nehmen, was ich sage. Das ist meistens Mist. Ich hatte mal eine Wohnung neben einem Studentenwohnheim. Am Tag 10 Mbit, am Abend 20 Kbit. Oh Gott. Mit 20 kb geht gar nichts. Da kannst du noch nicht mal dir irgendwelche Homepages angucken, da funktioniert das. Das wird schwierig, ja. Kriegst du denn überhaupt noch einen Speedtest hin? Weiß ich nicht. Oh, guck mal, wir sind fast so weit. Ja, ich habe doch gerade gesagt 42. 44, lügt doch nicht. Was kann ich denn dafür, wenn er einfach zwei nachproduziert? Achso, stimmt der Sound eigentlich? Habe ich noch gar nicht nachgefragt, oder? Ich finde ihn ganz gut bei Satisfactory. Mag den Soundtrack. Guck mal, falls ihr Langeweile habt, könnt ihr sowas eingeben. Ich habe mir Kabel-Internet geholt. Bin kein Freund vom Kabel-Internet. Da hast du nämlich super viele Schwankungen. Je mehr Leute im Kabelnetz gerade drin hängen, umso weniger Leistung hast du. Das ist bei klassischem DSL nicht ausgeschlossen, aber sehr, sehr unwahrscheinlicher als beim Kabel-Internet. Nee, das ist der ehemalige Ankbot, der heißt jetzt, glaube ich, Streamlabs-Bot. Ja, steht auch drüber, Streamlabs-Bot. Streamlabs-Bot. Ich habe Eltern-Internet, kann ich nur empfehlen. Ist günstig, ne? Kost quasi gar nichts. Leo, konzentrier dich beim Schreiben, das hatten wir im letzten Stream erst. Bitte. Mit der Kohle müssen wir mal gucken. Das Spannende wird ja, beziehungsweise das Aufwendige wird, das Wasser hierher zu holen oder zu gucken, wo wir uns irgendwie in der Mitte treffen können mit der Kohle. Schauen wir gleich mal. Ja. 49! Und guck mal, heute ist der Amras orange. Beim letzten Mal war er rosa. Der Name, mein Name, oder was? Mhm. Ich habe mich beschwert. Ich will nicht rosa sein. Ich habe Coffee Stain geschrieben. Na dann, rin damit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Ding hochfahren und runterkommen sehe. Einfach das so da rein? Einfach das so da rein. Und dann versiegeln und dann hochschießen. Ich sehe es einfach nicht. Ich schon. Jetzt müsst ihr alle bei mir gucken. Ich sehe jetzt nur die Blitze, wie das Ding hochgeschossen wird, aber ich sehe das Ding nicht. Ich sehe es einfach nicht.
Es ist nicht existent für mich. Ich gehe gleich so weit rückwärts, dass ich runterfalle. Aber immerhin ist meine Schnellleiste noch da. Man kann nie alles haben. Achso, nee, die Quotes gibt es schon relativ lange beim Streamlabs-Bot. Gab es auch schon beim Ankh-Bot. Der wurde hier einfach übernommen. So, jetzt kannst du dir übrigens Milestones angucken. Ja. Baut ihr eigentlich zwei Basen oder wie handelt ihr das? Nö, eine. Die Forschung ist fertig. Zwei? Hä? Wieso zwei? Ja, weil wir zu zweit spielen. Und dann braucht. Nee, ja. Also kann ja auch sein, dass jeder für sich baut, weißt du? Das meint Leo. Ah, nee. Also erstmal Kohle, ne? Den wähle ich denn jetzt aus. Wähle ihn mal aus. 50 Katerium, habe ich so viel? Oh, ich muss niesen. Du siehst beides Blizzard? Ja. Uhuhu. Gesundheit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Iron Plates. Jo, wir haben 77 Katerium. Dann starte ich mal kurz die Katerium-Forschung, denn die will ich so schnell wie möglich vorwärts bringen. Ihr kennt das Spielchen ja. Ah, wegen der Blade Runner. Achso. Kabel? Funktioniert der Multistream denn gut, Blizzard, wenn du beides guckst? Kann ich ja mal nachfragen. Danke. Meine Stimme ist halt so eingeschlagen. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ja die ganze Nacht gegrölt oder so. Who knows? Vielleicht hast du deshalb so schlecht geschlagen. Ja. Ich bin ja hier letztes Mal nicht gestorben, ne? Sterbe ich jetzt? Nee. Organisierst du jetzt das Zeug für den Milestone? Fragezeichen? Ja. Okay. Dann organisieren. Sprechen wir jetzt mit Satzendenzeichen, Fragezeichen. Was? Du hast gerade gefragt, ob ich. Was redet sie? Egal. Muss man gerade nicht verstehen. Hier wollte ich gar nicht hin. Kohle! Kohle. Rebuggern, was brauchen wir denn? Ich möchte zwei Stück. Kann ich damit nachher scannen? Ja. Ich brauche 200 Screws. Schnauze, Ada. Oh. Servus, Alpha Yankee. Ich gucke nur eins Stream. Zwei Sichten mein gleichzeitig verwirrt mich immer. Ja, das kann ja sein, dass wenn zwei Streams laufen, dass irgendeiner mal gepuffert hat oder so. Wenn zwei streamen, freut sich der dritte. Ja. Kennt man doch das Sprichwort. Nein, du hattest eben gerade das Satzzeichen am Ende deines Satzes gesagt. Und jetzt, dann habe ich gefragt, gibt warum es ob ein ich jetzt Multilink? Bitteschön, ja. Da ist er. Darf ich jetzt weiterreden? Hörst Nein. Du? Okay, dann nicht. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich guck mir jetzt an, wo Kohle ist. Ich muss erstmal Schrauben bauen. Guck du dir mal an, wo Kohle ist. Pass aber auf, da sind böse Viecher bei der Kohle. Dann traue ich mich nicht. Schlimmer als ich. Mehr Schisser als ich. Ja. Angst hat noch keinem so richtig geschadet. Vor allem Hasen nicht. Ja. Ich pack mein ganzes Inventar mal irgendwie weg, weil wenn ich jetzt gleich sterbe. Wir können ja zusammen losgehen. Meinst du? Ja, ich baue doch. Warte doch, ich baue doch gerade die Knarren. Ah! Du baust die Knarre. Okay. Ich baue doch gerade die Knarren. Oh yeah. Ich hätte gerade voll gerne Cola. Cola? Ich habe aber keine. Und Edeka macht in 4 Minuten zu. Das wird knapp. Ich glaube auch. Oh, Leo hat eine Cola. Leo, gibst du mir deine ab? Bleibst du mal stehen, bitte? Was passiert jetzt? Ich
dir eine Pistole hingelegt. Das habe ich gar nicht gesehen. Du standst einfach nur vor mir. Ja, siehst du mal. Okay, jetzt muss meine geliebte Farbpistole weg. Oh, scheiße, wir müssen noch... Ah, ja. Du hast nur die Pistole freigeschaltet, ne? Ja. Ohne Muni. Ja, die eins nach dem anderen. Warte mal, wo waren die? Erst ja, ja, wo waren die Pistole? Ach, da. Bei Alien. Wir brauchen 25 Rotoren und 200 Iron Rods. Ich hol das mal. Dann hole ich die Rods. Wenn du da gerade hochsprintest. Sind wir eigentlich männlich oder weiblich? Weiblich, glaube ich. Ja, Angst hält einen am Leben. Hier bin ich falsch. Also kann. Es gibt natürlich auch Angst, die ein bisschen schädlich ist, aber es ist ja eigentlich nur ein Warnsignal. Es sind nur 10 Rotoren da. Hast du noch Rotoren einstecken? Nee, die hatte ich gerade alle in die Kohle. Ach, ja. Ich werde mal Futter looten, ja dann. Guten Hunger. Ja, dann hau rein, ey. Cola, Tee? Igitt. Nee, hier bin ich auch falsch, oder? Nee, ich bin nicht richtig. Wir müssen mal gucken, unsere Plates laufen langsam voll. Also, ein bisschen Platz haben wir noch. Welche Plates? Na, die normalen Iron Plates. Dann nehme ich halt welche ins Inventar. Oder wir bauen einen zweiten Container. Nee, ja, noch ist ja ein bisschen Platz. Aber eins von beiden, ja. Ich muss bestimmt gleich nochmal nach Bio-Scheiße gucken. Du hast gesagt, es sind noch nicht genug Rotoren, ne? Dann lass du mich doch die einsammeln, dann kann ich gleich die Forschung starten. Okay. Weißt du, es ist ja doof, wenn jeder eins im Inventar hat. Mhm. Oh, stopp, hier sind noch 22 Stück drin. Ja, ich klaue ich dem jetzt. Jetzt habe ich 21 Stück. Ich leg die hier unten vor den Dings. Mhm. Pop. Dann klaue ich. Was wäre denn legendäres Futter? Blizzard. Also was wäre für dich legendäres Futter? Wenn das an Suki adressiert ist, wäre es vielleicht besser, das in ihrem Chat zu... Achso. Die Sun schreibt, sie hat heute deinen Homestreams von Anfang begonnen zu gucken. Der Dackel ist schräg, sagt sie. Der Dackel ist mega. Aber, er ist ein bisschen, also er geht ein bisschen komisch. Der bewegt sich nicht beim Gehen. Clever. Ja. Ist das nicht so anstrengend? Nassan, hast du im Multistream den falschen Chat erwischt? Fertig? Fertig. Dann kann sich jetzt jeder... Kann sich jetzt jeder Munition bauen. Was braucht man denn dafür? Auch nur Iron Rods. Ein Iron Rod. Ein Iron Rod ist ein Spike Rebar quasi. Zu viele Eilaute? Ja. Dann hole ich mir jetzt noch ein paar. Ei, verporten. Not sponsored. So, Freunde der Sonne. Zack. Hopp. Endlich. Fühle mich doch schon deutlich sicherer. Jetzt können wir auf die Suche nach Kohle gehen. Geht gleich sofort los. Ich brauche erst noch Muni. Gleich sofort. Das widerspricht sich. Gar nicht. Leo, wenn du so weiter schreibst, fließt er raus. Konzentration.
So, einmal den ganzen Schmuh hier nachfüllen, eben schnell. Oh. So, ah! So funktioniert das ja alles nicht. Wie kann man mit der. Nee. Was? Ich wollte fragen, ob man mit der zoomen kann, aber die hat ja kein Visier, also nein. Nee, kannst du nicht. Du musst doch immer nach einem Schuss nachladen, hast quasi nur einen. Ja. Milestone Exchange concluded. Was hat Ada mir da erzählt, was? Na, Milestone Pot Dingsbums ist zurück. Ach, der Pot ist zurück, achso. Dann setze ich doch einfach mal die Stahlproduktion als nächstes. Aber erstmal. Ich esse jetzt erstmal was. Kohle, iss mal was. Ich bin nicht so ganz tot durch die... Konzentrier, intensifies. Alles klar. Okay. Kohle, scan. Falsche Taste. Nein, falsches... Oh nein, ich drück zu viel. Ich lock mich gleich aus. Suki ballert in der Base rum. Ich guck mir lieber das coole Fix-Hit-Symbol an. Da hinten. Das passiert halt, wenn man seine Finger nicht sortiert bekommt. Wo bist du denn? Ach, da. So weit müssen wir laufen. Wie so weit? Zwei Schritte aus der Base raus. So weit müssen wir laufen? Mama, wann sind wir da? Herr, eben stand da doch irgendwas von 900. Was? Ach, da hinten. Okay, ich hatte eine andere Visier anvisiert. Was ist das hier? Sieht aus wie Kupfer oder Eisen. Eisen, okay. Brauchen wir nicht. Oh, da hinten. Ich hab's blinken sehen. Oh, ich bin gar nicht geheilt. Wie immer. Ich bin auch nicht voll geheilt. Nur ein bisschen. Aber wie präzise ist diese Gun? Wie präzise? Die hat schon eine Flugkurve. Okay, das war meine Frage. Da sind Viecher und eine gelbe Schnecke. Ganz ehrlich, wenn ich so vor einem Felsen stehe, kann ich niemals so hoch springen. Du nicht. Andere schon. Ich sehe gar keine Viecher. Oh, das ist eine Schnecke. Ich höre irgendwas krabbeln. Hä? Hier sind eigentlich keine Spinnen. Ich habe irgendwas krabbeln gehört. Ich sehe keine Katze. Okay. Der Anzug hat da bestimmt was eingebaut. Das kann vielleicht sein. Oder die Schwerkraft ist nicht so hoch auf diesem Planeten. Das kann ja auch sein. Oh, Katerium. Oh, Katerium. Oh, oh, oh. Und hallo, Alpha Yankee. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So obendrauf war das, ne? Ich hab ein bisschen Angst, wenn du sagst, da sind Viecher. Wo bist du denn? Hier. Präziseste Ortsangabe, die es gibt. Bist du schon bei der Kohle oben? Nee, ich bin auf dem Weg nach oben. Ach, da hinten bist du. Wie komme ich denn hier hoch? Nee, da links ist doch auch welche. Du musst gar nicht da hoch. Ganz hoch. Da sind drei Vorkommen. Ach, da ist auch noch eins. Und hier müsste eigentlich
Normal. Einen Spucker rumspringen, tut er auch. Oh, habe ich ihn getroffen? Tot ist er, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er tot. Da hinten ist noch ein Spucker. Hä? Da. Wo denn? Das ist ein Dicker. Der sollte uns eigentlich, wenn wir ein bisschen vorsichtig sind, hier nicht ins Target nehmen. Okay. Also das ist einer von den... Von den ganzen. Können wir noch nicht erschießen? Den können wir schon erschießen, aber der braucht halt... Ich weiß gar nicht, wie viele Treffer der braucht. 6? 8? Mit der Gun? Und er macht halt Damage wie Sau. Also wir müssen uns nicht mit dem anlegen. Ich glaube, wenn ich... Nee, den können wir erstmal ignorieren. Baut man Kohle ganz normal auch mit dem Dings ab? Ja, tut man. Willst du direkt schon... Ich brauch... Nee. Geht nicht, ich habe keinen Miner. Ja, das... Aber wir wissen jetzt schon mal, wo Kohle ist. Ja. Wir müssen uns ja eh Gedanken machen, wo wir unser, wo wir unsere Kraftwerke hinbauen wollen. Und dann müssen wir dafür erstmal eine Plattform schaffen. Und dann müssen wir irgendwann die Kohle von hier abholen. Wo ist das hier noch Dings? Was ist... Limestone? Sieht so ein bisschen aus. Ja, das ist eine pure, glaube ich. Eine reine. Limestone-Ader. So, wir brauchen für Kohle und Wasser. Genau. Wir brauchen Kohle und Wasser und entsprechend unsere Kohlegeneratoren. Das heißt, ich komme hier nicht mehr runter. Hier. Ein Kohlegenerator braucht, wenn er auf 100% läuft, ich glaube 15 Wasser. Oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht genau. Oh, Verbindung zum Chat. Schmiert was ab? Nee, kann sein, dass hier einfach der Chat abschmiert. Ich hab mich... Was hast du denn? Bett? Da. Hast du die verlaufen? Ja. Na, wenn man den Weltraumluft plötzlich nicht mehr sieht. Oh, hier ist Kupfer. Oh, eine reine Kupferader. Hm. Brauchen wir aber gar nicht, oder? Momentan noch nicht. Irgendwann vielleicht schon. Oh, Gift. Wo hast du uns nur hingeführt? Ich? Ja. Warum? Du bist doch mitgelaufen. Ja, aber du bist vorgelaufen. Ja, das heißt ja nicht, dass du mir blind folgen sollst. Ich versuche gerade hier interessante Wege aus. Geronimo! Oh, kein Fallschaden. Na toll, und ich bekomme hier einfach Falsche. Vorne rum. Wo ist denn oh, vorne willkommen rum? Im Chat, okay. Ich habe wieder Connection zum Chat. Soll ich, hier ist Quarz, soll ich Quarz ab mitnehmen? Ja. Durchaus. Ah, da vorne. Ich muss mal schauen, ob mein Stream so pixelig aussieht. Also. Schnecke im Gift? Im Gift? Ich glaube im Gift. Ob was? Ob mein Stream so pixelig aussieht oder ob sich das mittlerweile ein bisschen gefangen hat. Und wieder verlässt ein Held diese Welt. Ruhe er in Frieden. Was? Wer ist gestorben? Ich weiß nicht, wer gestorben ist. Wo ist Wasser? Kann man Wasser scannen? Nein. Nee, Wasser ist nicht scannbar. So, wir müssen uns jetzt erstmal Gedanken machen. Also Wasser ist auf jeden Fall unten, wo ich immer Blätter und Holz geholt habe, wo ich mit der Kettensäge unterwegs war. Wo ist jetzt unten? Richtung Nordosten ist in meinem Fall unten. Okay. Eigentlich völlig unlogisch.
Aber also da hinten, wo du diesen großen ja. Klumpen, was ein Baum sein soll, siehst, da ist ja. jede Menge Wasser. Mhm. Und unten da, wo die Wasserfälle sind halt, ne? Im Westen. Das habe ich mir schon fast gedacht, da wo Wasserfälle sind. Genau. Verbraucht sich Wasser? Wie jetzt? Also die Quelle? Nee. Wie alle also anderen Quellen unerschöpflich. Okay. Ey, wenn ach wir so, das Albert hätten, ne? Uderzo, der ist ja schon vor ein paar Tagen gestorben. Wer ist das? Der Zeichner von Asterix und Obelix. Ah, okay. Aber der muss doch auch schon ein bisschen älter gewesen sein, oder? Ja, der wird schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt haben. Denke ich mal. Also wenn da Wasser ist und da Kohle, dann können wir doch... Oder ist das unklug? Also können du wir hast uns ja nicht zu Ende gesprochen. Also können wir uns doch in der Mitte treffen. Also, ja, wir könnten uns in der Mitte treffen. Da müssen wir uns halt freie Fläche suchen. Ich würde halt gern die Fläche hier können Richtung... Können wir einfach mal zum Wasser gehen? Die Fläche hier yes. Richtung Nordosten würde ich gern ein bisschen versuchen freizuhalten, für den Fall, dass wir noch ausbauen. Also, und wir werden ja noch ausbauen. Wir haben zwar auch genug Platz nach Westen Richtung der großen Klippe oder des Berges oder wie auch immer, da haben wir auch Platz hin. Mhm. Wir müssen halt. Ich wollte gerade F5 drucken. Gibt's hier nicht. Mhm. Er war 92. Ja, komm, mit 92, also ist ein echt hohes Alter. Das stimmt. Da darf man auch gerne. Das stimmt. Friedlich einschlafen. Guck mal, hier ist irgendwas Gelbes. Schwefel wahrscheinlich. Ja, das sieht aus wie Schwefel. Nimm mit. Die kleinen Vorkommen Schwefel und Katerium kannst du immer mitnehmen. Die können wir für die Forschung brauchen. Also du siehst, es ist schon ein Schleif bis zum Wasser. Ja. Ach nee, Moment mal. Wir haben ja auch Wasser. Wir haben auch Wasser hinter der Base. Dann gehen wir erstmal da gucken. Von da, wenn wir durch den Pilzwald gehen, da ist halt ziemlich viel los. Aber unten am Wasser direkt, das könnte sogar näher dran sein, da haben wir auch zwei Kohlevorkommen. Ich scanne mal kurz danach, wie weit das weg ist. Die müssten eigentlich hier genau in Richtung Süden bzw. Südwesten sein irgendwo. Okay. Das sind die da hinten, die sind 500 Meter weg. 800 Meter. 900 Meter, 800 Meter. Okay. Weil da hätten wir, da ist halt Kohle direkt am Strand quasi. Da könnte man sich dann direkt da sein Kraftwerk hinbauen, eben am Wasser oder übers Wasser auch, dass man da gar nicht irgendwie in die Versuchung kommt oder in die Bredouille kommt. Also du meinst jetzt hier hinten lang? Ja, wir müssen irgendwie, ich war hier ja im letzten Stream unterwegs. Warte mal, ich scanne nochmal. Es müsste hier hinten sein. 700 Meter. Bist du noch hinter mir? Ja. Ja. Können wir oben gleich den Spucker mal wegbolzen? Der hier die ganze Zeit um unser Limestone rumschleicht. Kleiner Arsch. Wie weit schießt die denn? So weit nicht anscheinend, okay. Ich muss ja nachladen. Hä? Der hat beim Nachladen bei mir gerade die Knarre weggeworfen. So, also hier hätten wir auf jeden Fall schon direkt Wasser und ich glaube, ein Stück weiter hinten ist auch direkt Kohle. Schubs nicht! Ich schubs doch gar nicht! Gemein. Wie nicht. Auf dem Schulhof hier. Als wenn ich die größte Schubserin der Welt gewesen wäre. Ja, bestimmt. Bei meiner Körpergröße. Oh, ich sehe da eine Schnecke leuchten. Wo sind die dazugehörigen Viecher? Hast du mir die...
unter den Füßen weggelootet. Ich höre aber, da knurrt einer. Hä? Ich hab dir doch gar nichts weggelootet. Nein. Ich bin hier hinten. Wie soll ich dir das denn weglooten? Hier ist irgendein Viech. Wo bist du denn? Ich hab das gerade schon weggeböllert. Boah, irgendwie leckt das gerade voll. Ja, hier ist auch ein bisschen aufwendigeres Gebiet vom Rendering her. Paleberries immer schön mitnehmen. So, jetzt hier das Problem, was wir jetzt haben, ist, das ist Berg runter. Also wir werden hier erstmal eine... Hier ist irgendwas. Ich werde voll paranoid. Ich höre dauernd Geräusche. Ja, ich merke das schon. Ist doch gar nichts. Wo ist das Katerium? Ja. Nimm mit, hier hinten habe ich auch noch was gefunden. Katerium oder Schwefel, eins von beiden, packe ich ein. Und dann sollten wir eigentlich in der Nähe der Kohle sein. Ja, 200 Meter. 92. Ich höre hier irgendwas rumknurren, aber ich sehe nichts. Schwefel nehme ich auch mal mit. Asterix ist so cool. Und ja. Obelix ist noch viel cooler. Idefix ist am besten. Idefix. Kommen wir hier hoch? Ja, irgendwie schon. Ja, da unten. Oh. Da unten sind zwei Kohlevorkommen und ein bisschen Wasser. Ja. Aber dann können wir doch hier bauen und irgendwie die Energie rüberkarren. Ja, ja, das habe ich auch vor. Das habe ich auch vor. Wir müssen hier bauen und die Energie rüberkarren. Aber um hier zu bauen, brauchen wir halt erstmal Zeug. Ja. Das heißt, wir brauchen... Wie wollen wir es denn machen? Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. Wie kommen wir denn hier runter? Hier müssen wir uns runterbauen. Okay. Ja, dann brauchen wir Beton. Da sehe ich keine andere Möglichkeit. wir haben halt noch nichts freigeschaltet an Foundations und so. Das heißt, das Runterbauen wird ziemlich krampfig. Aber egal, das kriegen wir hin. Wir können auch noch weiter in die Richtung gehen. Da ist ein Weg nach unten. Aber ich finde, wenn wir... Die Richtung? Die Richtung ist hier Richtung Südwesten. Aber wir können auch runterbauen. Wir können erstmal Beton holen. Mhm. Und können dann unten auf jeden Fall da das Kraftwerk aufbauen. Wir müssen mal ganz kurz gucken, beziehungsweise muss ich mal ganz kurz was nachlunsen. Ich versuche noch schon mal heil nach Hause zu kommen. Ja. Versuch du mal heil nach Hause zu kommen. Ich glaube, ich bin echt paranoid. Hier ist nichts. Jetzt höre ich auch kein Knurren mehr. Ach, genau, okay. Wow. Also, eine Schnecke. Ein Generator braucht 15 Kohle pro Minute und 45 Kubikmeter Wasser pro Minute. Ja, aber das lässt sich ja gut rechnen. Ja, das lässt sich gut rechnen. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ich lasse euch mit der Suki alleine. Bis gleich. Traust du dir das zu? Ich traue dir das zu. Ich bleibe hier auch einfach in der Pampa stehen. Wir müssen ja hier eh nochmal hin. Sollte ich krepieren, laufen wir ja an meinem Zeug vorbei. Bis gleich. Bis gleich. Oh, Verbindung ist wieder da. War die so lange? Ich habe keinen Pausescreen. Bei mir ist sie wieder weg. Ich habe halt... Ah, bei mir... Ich sehe das halt nicht, weil mein Chatbot mir das nicht anzeigt, wenn die Verbindung weg ist. Ich müsste halt in den Twitch-Chat reingucken. Ja, also... Ist halt ein bisschen nervig, aber man kann es ja nachvollziehen, warum es gerade so voll ist auf Twitch und nicht so funktioniert. Hm. Aber nur kurz weg, dann geht das doch. Ich habe noch zwei Schnecken.
So, wir brauchen Beton. Wo auch immer der stand. Hier. Hallo Lee. Ist ja nicht so, dass Twitch zu Normalzeiten fehlerfrei laufen würde. Ja, Twitch hat immer mal wieder so kleine Problemchen, ne? Es ist echt phasenweise teilweise echt schlimm. Also, das waren jetzt gerade sehr viele Beschränkungen, aber phasenweise ist es mit Twitch echt schlimm. Da stimme ich zu. So, Beton. Dann baue ich schon mal Portable Miner. Stelle ich mich halt auf den Tisch. Was braucht man denn noch so? Ich guck mal kurz. Betonplatten. Kabel kann ich ja schon mal mitnehmen für den Fall, dass wir schon gleich Leitung legen wollen. Ja. Seit wann sind Sie eigentlich bei Amazon? Ist auch schon ein Weilchen, oder? Oh. Quatsch. Da sind Kabel. So. Dann nehme ich einfach noch mal ein paar Platten und ein paar Rods mit. Und dann mache ich mich einfach schon mal auf den Weg. Und fange an zu bauen. Wenn der Herr das nicht so hübsch findet, dann darf er das alles wieder abreißen. Ich habe jetzt Eis, Eistee und Popcorn. Oh. Also Eis ist nicht so mein Fall. Aber Eistee oder Cola, ich hätte gerade echt Bock auf Cola, ne? Aber ich habe keine da. 2014 war das schon. Ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich muss sagen, Twitch hat sich besonders, finde ich, in den letzten 2 Jahren sehr verändert. Für meinen Geschmack nicht immer zum Positiven. Ein paar Sachen haben sie echt gut gemacht. Das neue Dashboard zum Beispiel ist... Laufe ich überhaupt richtig? Da muss ich lang. Finde ich super gut gelungen. Ach, das steht auch da am Rest. Aber ein paar Sachen finde ich, es ist sehr, sehr viel, was Kanalpunkte und so. Es ist einfach zu viel. Also ich bin ein Mensch, wenn ich einen Stream gucke, interessiere ich mich meistens für den Streamer oder für das Spiel. Und da will ich gar nicht so viel Kladderadatsch drumherum haben. Fixit Inc. ist mir gefolgt. Echt? Oh, Dankeschön. Okay. Ich weiß nicht, ob es ein Channel ist, den irgendwer von euch erstellt hat. Ich find's auf jeden Fall mega. Ich versuche gerade zu bauen. Immer schön effizient arbeiten. Hashtag stay home for satisfactory. So ist es. Ich lebe noch. Bist du schon? Wo bist du? Ich versuche zu bauen. Du versuchst runterbauen ist ein bisschen krampfig. Ach, warte mal, da muss ich erst eine Rampe und dann eine Plattform drunter, ne? Ja, du musst du musst manchmal auch ein bisschen noch mit Plattformen zur Seite bauen. Ich sterbe. Nein! Ich bin stuck. Ich bin stuck. Wo bist du denn? Ich bin runtergeplumpst. Ich bin quasi unter dieser Felsbrücke. Welche Felsbrücke? Auf der du quasi stehst. Ach so. Oh, ich bin draußen. Und ich bin unten angekommen. Eil? Warte mal, lass mich mal. Nein! Von unten ist es aber einfacher, nach unten zu bauen, ja, als von oben. Von oben hast du immer da. Wenn du dich jetzt auf die Rampe stellst, dann snappt die andere Rampe vorne nicht wirklich gut dran. Ach so. Das heißt, okay. Du müsstest dann nochmal kompliziert zur Seite bauen und was weiß ich nicht alles. Das Problem ist, ich habe nur noch 69 Concrete. Was du aber auch machen kannst. Kann ich dir was runterschmeißen? Nee, du kannst aber hinter der Steinbrücke. Hallo?
Ja. Ich sehe dich jetzt erst. Ja, du kannst da hinter der Steinbrücke auch runterspringen. Das ist nicht so tief. Sagst du? Ja, ich bin da auch eben runtergefallen. Und es ist nichts passiert. Okay. Danke für den Host, Zocknaff. Siehst du? Und jetzt können wir quasi ganz in Ruhe von hier unten unsere Rampe runterbauen. Ich würde aber mit den steileren Rampen arbeiten. Weil sonst sind wir unten und sind vorne im Wasser. Da muss ich wieder mal kurz auf den Shortcut legen. Wie lacker. Überhaupt nicht lacker. Aber mit den kleinen Plattformen geht das trotzdem? Mit den kleinen Plattformen geht das trotzdem. Das snappt da dran, natürlich. Ich habe sie mir nicht draufgelegt. So, gefüttert und gewässert zurück. Das hört man doch gerne. Wer ist gefüttert und gewässert? Ich bin gefüttert und gewässert zurück, ja. Wie geht das mit so? Okay. Ich tingle hier schon mal runter und gucke, was ich an Wildlife finde. Da ja. Ist schon direkt ein Spucker. Daneben geschossen. Nee, das ist falsch. Also du darfst nicht daneben schießen, weißt du? Alter, Sugi, baust du mir gerade Foundations unter die Füße? Nein. Wirklich nicht, auch wenn ich gerade lache. Alter, es leckt wie Hölle. Was gab's denn, Friendly? Boah, es laggt echt wie Sau gerade. Hier hat das Spiel dezente Schwierigkeiten. So, ich guck mal, was bei der Kohle so Böses rumspringt. Nee. Nichts. Aber das schaffe ich noch. Okay, das schaffe ich nicht. Oh, Lasagne. Das gab's bei mir letztes Wochenende. Das ist auch wirklich rein, ich glaube. Oh ne, Impure und. Impure. Haben die das genervt? Das waren nochmal reine Vorkommen oder sind die. Die sind weiter unten, glaube ich. Haben wir da noch mehr Kohle? Das ist falsch. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Kohle haben. Ah, die sind ein bisschen weiter da hinten, glaube ich. Nichtsdestotrotz können wir mit zwei Impure, da kriegen wir mit normalen Minern wie viel raus? 30, ne? Puh. Ja, können wir erstmal vier Kohlekraftwerke bauen und hätten wir erstmal 300 Megawatt. Das reicht doch erstmal fürs Erste, oder? Das reicht erstmal fürs Erste, ja, aber ja, viel ist es nicht. Na, man kann ja das erstmal aufbauen. Ja, wir müssen. Und dann sich nach was Besserem umsehen. Ja. Also wir brauchen die automatisierte Energie so oder so. So, das heißt, ich rechne mal kurz durch. Sehr schön. Voll schick gebaut, oder? Ich bin voll stolz auf mich. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit voll böse geguckt. Wir brauchen dann, was habe ich gesagt, vier Kohlegeneratoren? Für vier Kohlegeneratoren brauchen wir, wenn wir nicht übertakten wollen. Ich habe schon mal Portable Miner gebaut und mitgenommen. Zwei. Hast du. Ja, wie viel Portable Miner hast du mit? Zwei. Ja, dann kannst du hier schon mal die Miner kannst du dann schon mal draufstellen. Die Frage ist, auf welcher Höhe wollen wir das Kraftwerk bauen? Wie soll ich denn die Miner hinstellen? Stell die erstmal einfach irgendwie hin. Mal ganz doof gesagt, der Miner braucht ja Strom, ne? Ja, wir müssen einmal Strom von hier erstmal hierher holen. Oder, um das anlaufen zu lassen, stellen wir hier einfach Biogeneratoren hin. Okay. So werden wir es wohl machen. Das ist, glaube ich, der einfachere Weg als. Wobei wir Strom von der Base hierher legen müssen. Warum?
Ja, weil ja dann von hier der Strom zur Base muss. Also so oder so müssen Stromkabel von hier zur Base gehen. Ach so, meinst du das? Ich dachte gerade, du willst sagen, wir müssen ja sowieso erstmal Strom von der Base holen und das anklemmen. Nee, aber so oder so müssen wir Strom verlegen. Also können wir das eigentlich auch gleich machen und können den Strom von der Base holen. Ja. Hier, um das hier zu kickstarten quasi. Nee, ich habe schon mal Satisfactory gespielt. Ich habe bloß sehr lange nicht mehr gespielt. Also mein Chat verliert die ganze Zeit die Verbindung und dann ist sie mal wieder da, falls ich irgendwas verpassen sollte. Zahnweh, Amras. Ja, benutzt, also, schön, benutzt schön eure Kanalpunkte, um mal das einzige Emote, was ich habe, zu verschönern. Nee, bei mir ist er nur einmal bisher abgebrochen, wenn ich das so richtig sehe. Nee, ich sehe es immer mal wieder, dass da steht, willkommen im Chat. Ja, nee, bei mir lange nicht mehr. Oder länger nicht mehr. So, ich würde sagen, wir zimmern das hier hin. Also soll ich hier Foundations bauen? Ja, warte, ich bin auch am Überlegen, ob wir es... Na, wir müssen es ja nicht ausrichten an der Base zwingend. Nee, wenn wir hier jetzt eine kleine Plattform bauen, dann... würde es glatt... gucken. 2, 3, 4. Jetzt brauchst du die großen, warum? Weil ich da gerade drauf gedrückt habe. Ja, letztes Mal hieß es, ich soll die flachen bauen, weil die schöner aussehen. Ich hab mir da nichts bei gedacht, tatsächlich. Nee, ich wollte nur mal gucken, wie das aussieht. 1, 2. Ach ja, wir müssen jetzt zum Wasser runter. Nur, ich würde das tatsächlich auf der Höhe lassen, wobei das schon fast ein bisschen hoch sein könnte für die Wasserpumpen. Wir können ja auch mit Rampen und so bauen. Ich muss mal kurz zurück zur Base. Nein. Ich kann ja gleich schon Strom mitbringen. Ja, ich gehe auch mit zurück zur Base, weil ich brauche Zeug. Ich habe mir jetzt schon mal auf die Schnellleiste gelegt, was wir alles brauchen, und nehme die Materialien mit. Oder du nimmst die mit und baust das auf. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, dass ich das nicht aufbaue, sondern dass ich nur hier stehe und Befehle erteile und delegiere. Ach so, weil ich das alles schon mal gemacht habe. Mehrfach. Ey, ich habe auch schon mal bis zur Kohle gespielt. Das war zwar vor dem Update, aber... Ah ja, stimmt. Wir könnten die an der Rampe runter ausrichten, die Foundations, wenn wir wollen. Das ist echt nicht weit zur Base. Das ist... Also, wir können jetzt... Kann ich durchs Wasser gehen? Ja, du kannst auch durchs Wasser schwimmen. Hallo, Jo. Na, wie geht's dir? Und hier ist auch ein Da ist aber jemand sehr dominant. Ich bin dominant, ne? Ja, finde ich auch. Hui. Ja, ich glaube, das kommt doch bald auf Steam, oder? Zumindest ist es, ja, also das war ja ein Jahr exklusiv auf Epic und das läuft wohl jetzt irgendwann aus. Aber genauere Details zur Steam-Version und wann sie kommt, gibt's noch nicht. Nur, dass sie auf jeden Fall kommt. Das ist safe. Ja, guck mal, meine wunderschöne Achterbahn. Achterbahn. Schief ist sie. Die ist voll toll. Ja? Ein bisschen schief darf ich auch bauen. Der Salvador Dali Elkor. drückst du mal Q? Nö. Okay. Ja, ich habe Q gedrückt. Packst du dir mal auf die Schnellleiste 2 Wasserextraktor und 4 Kohlegeneratoren? Weil das ist das, was wir brauchen. Erstmal. Wasserextraktoren? Die sind unter Production. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe es auf Englisch. Wasserpumpe? Vermutlich, ja. Die soll ich mir drauflegen. Wie viele denn? 2 Stück. 2. Und 4 Kohlegeneratoren. Kohlekraftwerke, wie auch immer es heißt. Und 4 Kohle. Die sind wahrscheinlich bei Energie. Ja. Da brauchen wir ein bisschen was. Okay.
Ich gehe jetzt mal sammeln. Das und das und das und das. Und das und. Nimm mal sicherheitshalber mehr mit. Achso, ich kann. Warte, ich pack dir nochmal Concrete in den Concrete-Container. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Sehr viel. Okay, also ich kann mir auch das rausnehmen aus dem Container und das. Reicht erstmal, das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, mein Inventar ist sonst so voll. Okay. Rotoren. Und Kupferblech. Oh. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin gerade so wie so ein bisschen wie so ein Goldfisch. Was? Einmal im Kreis gedreht und schon vergessen, was ich machen wollte. Gibt nur leider nicht so viele Optionen. Ach, um die Emotes zu verschönern. Wann sehen wir dich endlich mal wieder, Joe? Wo ist, ist er jetzt schon länger her? Oh Gott. Ich glaube, wir haben genug Kupferblech. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder hier reinlunsen. Soll. Ja, unbedingt. Es leckt gerade schon wieder ein bisschen. Yeah. So. Wollen wir denn schon anfangen, Strom mit zu verlegen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie viel haben wir jetzt noch frei? 50. Die Witze kommen schon mal vor. Es geht weiter. 20 verbraucht zum Wasserextraktor. Davon brauchen wir aber nur 2 auf 75%. Das sind dann 30 Megawatt. Und meiner, was? 15, ne? Nee, noch nicht mal. Das reicht auf jeden Fall, was wir noch an Reserven haben. Um das hinten los zu treten. Kann ich die einfach erstmal querbeet stellen? Gerne. Wen jetzt? Die Stromleitung. Ja, da wir da, ja, gehe ich jetzt mal von aus, keine Foundation-Straße nach hinten bauen, oder wollen wir uns mit Foundations nach hinten bauen und die da an, nee. Dran ausrichten? Nee. Und dann, dann kannst du die hier einfach erstmal, einfach erstmal querbeet hinstellen. Zieh sie so lang, wie es geht. Mhm. Hast jetzt 2,5 Wochen Urlaub. Ui. Also regulären Urlaub ich auch oder Corona-Urlaub. Oder Zwangsurlaub. Leitung ist zu lang. Okay. Machen wir sie halt kürzer. Ist bei mir auch oft so. Boah. Ey, je später der Abend wird, desto schlimmer werden die Sprüche, ja. Laufe ich überhaupt noch richtig? Ja. Ja, ne? Sonst hätte ich schon was gesagt, wenn du irgendwie Strom in die völlig falsche Richtung verlegst. Jetzt will ich aber mal was gucken. Während du da Strom verlegst, komme ich da hoch. Auf die große Steinbrücke quasi. Wenn ja, ist da was. Du wolltest morgen schon in Thailand sein. Oh, das ist jetzt geplatzt, oder? Wie gemein. Thailand ist geplatzt? Das habe ich gar nicht gehört. Ja. Ja, das ist natürlich übel. Ich falle. Au, au, au. Dann verlege ich den Strom halt so. Durch Wände. Da hinten ist ein Dingsbums, ein Bumsdings.
Aber konntest du noch alles stornieren oder musst du trotzdem zahlen? Das ist das Ding, was Motoren braucht. Hier oben ist nix. Und gleich ballert mich hier so ein Viech runter. Nö. Oh Gott. Gefährliches Rubberbanding. Meint ihr so? Gute Idee. Schlechte Idee. Gute Idee. Ja. Oh, nee, so einen Ersatzflug hätte ich jetzt nicht genommen. Ein Ersatzflug? Mhm. Mit China Airways mit 7 Stunden Aufenthalt in Peking. Okay. Also fliegt er trotzdem nach Thailand? Nee, ich glaube nicht. Was machst du? Hast du denn den? Hast du den Strom durch die Map verlegt? Ja. Okay. Ich kann sowas. Ja, ja. Jeder kann sowas. So. Boah, also hier leckt es echt fies, ne? Oder? Das ist gerade nur bei mir so. Bei mir geht's gerade. Tipp fürs Leben. Argumentiert nicht mit Menschen, die in ihrer Meinung festgefahren sind. Flo, ja. 2020. Ist ein guter Tipp. Arg, Menschen, die größte und dümmste Kreation des Planeten. Ja, da bin ich fast auf deiner... Was heißt fast? Da bin ich auf deiner Seite. So, die Ausrichtung finde ich eigentlich so ganz in Ordnung. Von der Plattform. Wobei, sie könnte ein bisschen hoch sein für die Wasserpumpen. Die müssen die Wasserpumpen denn stehen? Ne, die Wasserpumpen müssen nicht so... Also die müssen... Wir bauen es relativ flach übers Wasser einfach. Die Wasserpumpen können bis zu 10 Meter selber hochpumpen. Mhm. Und für alles darüber hinaus brauchst du extra Pumpen, die halt auch wieder Strom fressen. Und da wir aktuell nicht so mega viel Strom haben oder produzieren werden. Würde ich die jetzt einfach mal... Wie werden die denn ins Wasser gebaut? Hä? Ich verstehe die nicht. So, doch, ich... So. Ja. Ich baue erstmal deine Plattform und dann stelle ich die Wasserpumpen hin. Stell die mal lieber rechts von der Plattform hin, weil da links mit den Viechern will ich irgendwie nicht so gern kollidieren. Welche Viecher? Oben auf dem Plateau. Ah, okay. Also ich baue jetzt hier, glaube ich, noch einmal ran. Wir brauchen, also ein Kohlegenerator ist, glaube ich, 4 Foundations lang. Also die sind, das sind schon ganz schöne Klopper. Hm. Du kannst ja mal einen... Siehst du? Das sind schon ganz schöne Oschis. Und ich würde in der Mitte gerne versuchen, so 2 bis 3 Foundations in der Mitte zu haben, weißt du? Mhm. Und da dann außen dran rechts und links die... Wobei, wir können die eigentlich auch erstmal nur an eine Seite bauen. Die müssen wir gar nicht rechts, links bauen. Vielen Dank für den Follow. Aufwandfiste. Boah, Alter, es flackert gerade voll. So. Thailand hat eh die Grenzen zugemacht. Oh. Habe ich ins Wasser gebohrt. So, weiter als hier gehe ich jetzt nicht. Also, du willst in der Mitte und willst du sie dann quer oder nicht quer? Weißt du, was ich meine? Willst du sie so oder so? So. So. So, ja. Und dann halt mit dem Arsch. Huch.
Alter, ich baue die ganze Zeit ins Wasser. Mit den Inputs quasi, warte mal, 1, 2, 3, 4, mit den Inputs quasi hier an diese Linie, wo ich draufstehe. Also Einen ganz nach hier vorne, hier an die Ecke einen. Da würde ich den ersten, dran ausrichten. An der Kante, wo ich jetzt stehe. Ich sehe es gerade nicht so gut, weil das Ding so groß Stück ist. Noch so? Nach hinten. Noch eins, hinten? Noch eins nach hinten, ja, noch eins. Und noch eins. Und jetzt noch eins nach hinten noch jetzt? Ja, stell ihn mal so hin. Wenn man so dicht dran steht, dann sieht man das wahrscheinlich. Ja, ja, weißt das du? Siehst du dann wirklich schlecht. Ja, das finde ich gut. Okay. Und da stellst du jetzt. Direkt daneben direkt, oder? Da, direkt angrenzend den nächsten. Ich fall gleich ins Wasser, oder? Warte, ich baue hier schon eine Plattform aus. Ich muss von hinten gucken. So. Und jetzt noch zwei. Ja, und jetzt noch zwei. Hoch. Genau. Und dann... Das sind Kohlegeneratoren. Meinst du das als Gebäude, Blizzard? So. Und da muss ich ja Wasserpumpen bauen, oder? Na, jetzt ist halt die Frage, wenn wir das Kohlekraftwerk ausbauen, bauen wir es weiter nach hinten? Irgendwo ist die Map zu Ende. Ich weiß nicht, wo Map-Ende ist. Aber wir können das ja erstmal nach hinten ausbauen und zur Not halt nach... Weiß ich nicht. Die Frage ist halt, wo bauen wir unsere Wassergeneratoren hin? Bauen wir die lieber ein Stück weiter nach hier, also wo ich gerade hingucke, Richtung Westen? Ja. Damit wir hier noch Platz haben, um im Zweifel gegenüber noch Kohlegeneratoren zu stellen? Mhm. Oder bauen wir sie direkt hier hin? Wir können doch immer alles noch umsetzen, falls wir umbauen, oder? Naja, wenn wir jetzt die Wassergeneratoren die Wasserpumpen aufstellen, wenn wir die Pipelines verlegen, wenn du das jedes Mal, wenn du dein Energienetz erweiterst, alles umplatzieren willst, dann hast du ja, dann machst du dir eigentlich unnötig viel Arbeit, wenn du das von Anfang an direkt so planst, dass du einfach, weiß ich nicht, zwei weitere Wassergeneratoren da dran bauen kannst und dann vier weitere Kraftwerke und dann bist du safe. Deswegen. Ja, können die auch ruhig ein Stück weiter nach Westen bauen? Also wenn wir das jetzt so machen, wie ich das geplant habe, dann würden die beiden Foundation-Reihen, die würden frei bleiben. Und dann würden wir sowieso mit den nächsten Kraftwerken erst hier anfangen. 1, 2, 3, 4. So mal als Plattformbreite, wenn wir jetzt wirklich die nächsten Kohlegeneratoren einfach nicht nur hinten in Richtung Meer weiterbauen, sondern auch noch gegenüberstellen wollen. Wie, also ganz blöd gefragt, die stellt man hier einfach so rein? Die stellst du einfach ins Wasser. Wie dicht können sie dann an die Dings ran? Taurus Lags! Yo, Mann. Blizzard hat ein Sub an die Fixed Ink gegiftet. Oh, wie lieb. Danke. Die stellst du einfach so ins Wasser. Die snappen leider nicht aneinander. Die kannst du aber ausrichten an dem, naja, an dem Viereck, was du siehst, wenn du sie baust. Ich fall erstmal ins Wasser. Aber ich bin am Überlegen, ob wir die... Nee, wir machen das anders. Was denn jetzt? Wir bauen die einfach... Vorsicht, ich baue die Plattform gleich ab. Nein. Jetzt darfst du sie abbauen. Sag doch, dass du die ganze Plattform abbaust. Oh Gott. Wie so ein altes Ehepaar. Er sagt an, sie muss machen.
Naja, ich könnte das auch alles selber machen, aber ich habe das halt alles schon gemacht und Suki noch nicht. Und insofern hat Suki da, glaube ich, mehr von. Ja, wenn du mich ins Wasser schmeißt, habe ich ganz viel davon. Okay. Also jetzt... Das haben wir jetzt schon mal soweit, so grob. Die Wassergeneratoren, ich würde die jetzt einfach doch direkt hier dran bauen und gut ist. Das machst du nur, um mich zu ärgern, nee, oder? Nee. Doch. Und den Rest darfst du so bauen, wie du möchtest. Ich habe eh schon zu viel Befehle erteilt. So? Mach. Nein, wir können uns ja absprechen. Oder soll ich sie ein bisschen weiter ins Wasser bauen? Bau sie einfach. Aber es gibt hier nicht sowas wie eine Solltiefe, oder? Nö. Also du kannst es nicht in flachem Wasser bauen, sondern nur in tiefem. Nicht tief genug, steht gerade auch. Genau. Also gibt schon eine Art Solltiefe. Insofern, es wird ja unterschieden, ja, im Spiel, einfach nur zwischen Flachwasser und, ja, Tiefwasser. Im Flachwasser kannst du laufen und fahren, auch mit Fahrzeugen. Und im tiefen Wasser eben nur schwimmen oder deine Fahrzeuge versenken. Okay. Aber wir können doch gar keine Dings bauen, oder? Ach doch, Pipelines können wir auch bauen. Mhm. Achso, die beiden Wasserpumpen müssen auf 75% getaktet werden. Ich kann ja ins Wasser, ne? Ja, ja. Du kannst ja auch drauf, am Rand ist ja eine Treppe. 75. Ich mach das einfach unter Wasser. Oder das. Kann man das wieder so eingeben? Nein. Kann man das? Danke für den Follow, Cäsar. Aha. JFW Cäsar 2020. Und 75. Ich möchte bitte wieder an die Wasseroberfläche. Geht irgendwie nicht. Hä? Jetzt? Ja, du kannst ja nicht ertrinken. Du hast ja keinen... Nee. Du hast ja keinen Sauerstoffverbrauch in dem Sinne. Aber ich habe so ein bisschen Probleme mit Unterwasser sein. Ach so, stimmt. Da war ja was. Deswegen finde ich das immer schöner, wenn ich nicht unter Wasser rumdümpel. Ich muss mal kurz gucken, wie man so Pipelines baut. Mhm. Aha. Also im Prinzip wie ein Conveyor Belt, ja, so ähnlich, ne? Also es unterscheidet sich nicht groß. Aber du kannst sie auch connecten. Also du hast auch so eine Junction, so eine Kreuzung, womit, mhm, du mehrere Pipelines zusammenführen kannst. Was macht so eine Pipeline-Stütze, dass es einfach gerade ist? Ja, das ist einfach wie der Conveyor Pole. Ne? Ich sollte mir vielleicht die Pipes mal auf die Schnelltasten legen. Das erzählen mir auch immer alle. Ich mache das auch nie. Und ich lege mir nie das auf die Schnelltasten, was ich gerade baue. Nie. Ich fummel da so oft im Baumenü rum. Oh Gott. Blizzard, danke für deinen gegifteten Sub an Fizzit. Fizzit. Ist es kein Sekt? Aber vielleicht habe ich ja schon Sekt getrunken. Na, so ist nicht richtig. So ist richtig. Hey, das andere sah auch cool aus, ja? Hä, warum sind die orange? Wie jetzt? Die Pipes. Bei mir ist alles orange. Echt? Nee, bei mir sind die Dinger auch blau. Nee, bei mir ist überhaupt nicht blau. Fizzle. Ja, Fizzle kann ich aussprechen. Fizzit, ist das nicht richtig? Fixit. Okay. Apropos Sekt, ich hol mir mal ein Bier. Hä? Ich wollte gerade sagen, dass... Flo, das passt doch nicht. Kann ich auch von zwei Pipes auf eine bauen? Ja, ja, mit dieser Kreuzung. Ist das sinnvoll? Ja, durchaus. Also eine Pipeline kann maximal 300 Kubikmeter Wasser fassen.
Okay. Solange du da drunter bist, ist das alles klar, sinnvoll. Ach, das kann ich daran snappen? Doch. Nee. Nee, das, ich glaube, das snappt nicht. Dann aber ich kann, ich kann dir sagen, wie du es ausrichten solltest, damit es gerade ist. Nee, das. Was hast du jetzt vor? Ich dachte, ich baue ein Stück Rohr, also Pipe, und baue dann das Ding ran. Achso, ich baue ja, vielleicht einfach Schnecken und. Das kannst du auch machen. Na, ich hatte überlegt, dass ich das jetzt erstmal zusammenpacke. Ja. Und dann hier wieder abspalte. Ja. Kann man. Das war mein grober Plan. Kann man definitiv so machen, ja. Das ist aber alles noch nicht ausgereift. Das war mein erster. Also ich hab mir irgendwie angewöhnt, immer so Sechsergruppen-Generatoren quasi zu haben, weil das passt ganz gut. Das sind 90 Kohle und drei Wassergeneratoren quasi. Also ich takte das immer so, dass eine Wasserpumpe quasi zwei Kohlekraftwerke befüllen kann. Ich untertakte die ein bisschen und habe dafür zwei, drei Stück mehr als notwendig. Die sind ja scheiße. Die Junctions oder was? Die Kreuzungen? Ja. Die snappen halt gar nicht. Du musst sie halt einfach hinbauen und dann verbinden. Für die ganze Zeit immer Förderbänder bauen. Das passt nicht, ne? Was denn? Ich baue erstmal und guck, frag dann nochmal. Ja. Tüdel du mal rum. Weißt du, während du da rumtüdelst? Das tüdel, Rohr ist. Tüdel ich mal hier rum. Yay, ich kann einen Kreislauf bauen. Und guck mal, was hier noch los ist. Das nervt mich gerade. Jetzt kommt mein Perfektionismus raus. Jetzt dürft ihr es mal live miterleben. Ich guck mal, wie weit es zu den puren Kohlevorkommen nach hinten ist. Da oben sind irgendwelche Explodierviecher, Pflanzen, Scheißdinger. Da hinten läuft ein dicker rum. Oder ein normaler dicker? Normaler. Was haben wir denn hier? Impure. Nee, das ist ein großer. Der rackt mich. Mit meinen drei Lebensbalken. Oh, was ist das? Eine Reise, bestimmt nur, ja. Ja, ich versuche gerade, das so ein bisschen so zu bauen, wie ich das gerne hätte. Also mit den großen Viechern will ich mich noch nicht anlegen. Oh, ich baue ein bisschen Quarz ab. Wow, 10. Das Ding ist bei mir, ich baue das erste Mal mit Pipes. Und wenn ich sowas zum ersten Mal mache, muss ich das erstmal alles so ausprobieren, wie chaotisch das auch in meinem Kopf sein mag. Und dann kriege ich ja eine Vorstellung davon, wie es funktioniert. Und dann läuft das irgendwann besser. Ja, das ist ja bei allen so, dass man das erstmal ausprobieren muss und rumfummeln muss. Also mein erster Kohleenergieversuch mit Update 3, der war halt auch eine Katastrophe, weil man es halt einfach nicht besser weiß. Ne? Man muss ja seine Erfahrungen machen. Es gibt ja auch Leute, die können sich das im Kopf sofort vorstellen, weißt du, und dazu gehöre ich nicht. Nee, ich auch nicht, das kann ich überhaupt nicht. Ich muss ein grottenschlechtes Vorstellungsvermögen, ich muss immer alles lieber erstmal sehen. Guck mal, hier ist noch ein bisschen normale Kohle, die baue ich mal mit ab. Also gewisse Sachen, die ich schon mal gemacht habe, kann ich mir sehr gut räumlich vorstellen, also dann später, ne? Aber wenn ich so jetzt sowas wie Pipes und so das erste Mal anfasse, dann muss ich ausprobieren, rumbasteln und solche Sachen. Deswegen bastel ich jetzt rum. Wird vielleicht ein bisschen chaotisch. Aber dann seht ihr mal meinen Lernprozess, ob da überhaupt einer ist. Jetzt habe ich die Stromleitung, die mich nach Hause führt. Das ist voll geil. Stimmt.
Nicht das Schlechteste. Ich habe das Gefühl, ich müsste husten, aber ich traue mich gar nicht. Corona. Ja. Nachher schreibt das noch jemand und meint das ernst. Und hat Angst, dass er sich übers Internet anstecken kann. Ja. Dann kann er auch gehen. Tschüssli, viel Spaß dir noch. Ciaoli. Kennst du die Ciaoli-Mönche? Ja, ich wollte gerade sagen. Das klingt nicht. Der muss sich dann nur eine Maske vor dem Bildschirm hängen, dann kann nichts passieren. Ja. Der ist gut. Oh, ich verlaufe mich gerade. Trotz Stromleitung. Aber wenn du eine Maske vorm Bildschirm hast, da siehst du ja nichts mehr. Da muss es wieder einen Filter für die Maske geben, damit du durch die Maske deinen Bildschirm sehen kannst. Das wird teuer. Komme ich hier hoch? Ja. Hey, nice. Hier ist überall so ein bisschen Katerium. Das reiße ich uns alles mal unter den Nagel. Oh, geht das? Oh, wie geil. Hä? Ich rutsche gerade. Was machst du? Den Abhang runter. Also ja, du kannst Abhänge auch ganz normal runter rutschen. Nicht jetzt ist die Hose richtig schön durchgerubbelt. Brandspuren, wollte ich was sagen. Ich habe schon aufgeschürft. Eine unzerstörbare Fixit-Hose. Die geht nicht kaputt. Okay. Die ist aus unzerstörbarem Stoff. So, dann versuchen wir jetzt mal weiterzubauen. Nee. Kann ich die in die Luft platzieren? Anscheinend. Hm. Sie doch nicht. Die Pipelines? Ja. Das ist bestimmt voll gelohnt, nicht? Cola. Das ist so richtig. Das gerade? Das ist gerade. Zu Recht feierst du den Ciaoli-Mönche-Witz, Zero. Der war auch gut. Ja, der war echt gut. Sogar ich hab gelacht. Siehste? Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wie ich das baue, aber ich... Oh, das... Da oben, das war nur Eisen, ne? Ich sollte mir vielleicht die Dinger auch mal auf die Schnelltasten legen. Welche Dinger? Die Kreuzung. Ach ja. Nee, so.
Es sieht total komisch aus, ne? Die Kreuzung und so sind blau, aber der Rest orange. Ja, die Pipelines kannst du, glaube ich, extra einfärben mit der Color Gun, aber die sind aus irgendwelchen Gründen bei diesem Standardfarbmuster verändern die sich nicht mit. Aber ich habe schon gesehen, dass du sie einfärbst, also, beziehungsweise habe ich schon gefärbte oder andersfarbige Pipelines gesehen. Also das muss dann mit der Color Gun funktionieren. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Aber ich habe die Color Gun auch gerade nicht mit. Ich auch nicht. Haben wir überhaupt schon eine gebaut? Ja, ne? Ja. Ah, ja, stimmt. Du hast ja schon damit gewütet. Ja. So. Das haben... Oh, wie bauen wir denn jetzt? Kann ich hier auch drunter durchsliden? Ja. Schnecke? Ohne Bewachung? Kann ich auch darauf? Ja. Ich kann nicht so hochspringen. What's the problem? Mein Problem ist, dass ich jetzt noch die Förderbänder von den Kohledingern bauen muss. Ja. Und das sieht alles nicht so schick aus, wie ich mir das gerade vorstelle. Also baue ich es jetzt einfach, um zu gucken, wie schäßig das so wirklich aussieht. Okay. Wo habe ich überhaupt genug? Es wird jetzt erstmal schief und krumm. Es ist schon schief und krumm, habe ich schon gesehen. Hä, es ist gar nicht schief und krumm, du bist gar nicht da. Ich habe eben schon geguckt, die Leitungen sind nicht gerade. Die sind voll gerade. Naja, nicht ganz. Ich kann das aber von hier aus gar nicht sehen. Ich bin viel zu klein. Den Nachbarn haben die Mucke aufgedreht. Ey, das ist so wie im wahren Leben. Springst überall hoch und kannst trotzdem nicht sehen. Hä, das sieht gar nicht so schief aus. Über sieben Brücken musst du gehen. Entschuldigung, die Nachbarn hören gerade Mucke. Sieben dunkle Jahre. Herr von hier, sieht das gar nicht schief aus. Sag mir bitte, was schief ist. Aber einmal auch der helle Schein. Werd ignoriert. Ich komm doch schon, ich muss erstmal von da oben. Ich war oben am Erkunden, ich muss erstmal runterhampeln. Ja, guck doch mal. Die Junctions, was? Die Junctions sind noch nicht auf einer Linie. Die Kreuzungen. Oh. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe nicht von hier geguckt. Ja, dann mach du das doch gerade und ich baue jetzt den Scheiß. Quark, es ist doch egal. Das war nur ein Spaß. Nein, das muss gerade sein. Die Kohle übrigens mit Conveyor Lifts würde ich das machen. Lifts sind... Unter Logistics. Ach, die richtigen Lifts. Ja, die Conveyor-Lifts. Nicht der Mast. Nee, die Lifts sind da deutlich praktischer. Also du musst natürlich dann auch mit Masten arbeiten, weil du musst es ja absplitten. Oh, hier kommt schon Kohle raus. Ja, du hast sie ja auch schon angeklemmt, das macht ja nichts. Wir brauchen aber übrigens beide, ne? Auf einer Linie. Wenn du nicht beide einzeln anklemmen willst. Was ist das? Nur Limestone. Die Viecher sind super strange. Spiel, lass mich das so snappen, wie ich das will. Ich muss jetzt erstmal das Zeug hier gerade machen. Ich pflück mal das Grünzeug aus dem schönen Conveyor-Belt. Wie sieht das denn aus? So. Die Frage ist, wie bekomme ich das gerade? Ich kann ja hier nicht oben rauf. Was denn? Von böse gucken komme ich auch nicht oben rauf. Naja, ich muss das ja auf eine Linie bringen. Kann ich vielleicht so Dinger zwischenstellen? Ich baue jetzt erstmal wieder alles ab. Also darf ich einen Tipp geben? Nein. Machst du? Okay. Doch, natürlich hast du Tipp gegeben. Nö. Bist du jetzt bockig? Nein. Nein, bin ich nicht. Okay. Aber mach ruhig. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich dachte, ich mach das so jetzt.
Weißt du, dass ich schon mal hier gerade bin? Vielleicht sollte ich auch kein Förderband benutzen. Ja, warum hast du das jetzt alles wieder abgebaut? Lass das doch nicht. Na, ich will es doch gerade bauen. Aber es ist doch wurscht, ob das ein bisschen schief ist oder nicht. Nein. Es geht doch erstmal nur darum, dass es funktioniert. Ich eier mal zurück zur Base und fülle Bio-Zeug nach. Mach das mal. Ich versuche hier gerade zu bauen. La, 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 la. Ich habe jetzt gerade wieder willkommen im Chat. Keine Ahnung, ob ich wieder die Connection für mehrere Minuten verloren hatte oder nicht. I don't know. Du spielst bereits seit 2 Stunden. Ja, das ist doch egal. Ja, jetzt ist er beleidigt, ne? Sehe ich auch. Ist so. Ist so. Das ist jetzt aber schon. Voll die beleidigte Leberwurst. Was ist das? Oh, Kriterium. Kommen Sie. Hey. Er hustet. Corona. Ist so. Bin infiziert. Ein Huster entlarvt mich. Ist ja nicht so, als wäre ich chronischer Huster und Räusperer. Wenn es danach geht, habe ich schon seit 10 Jahren Corona. So lange? Ja. Wenn das die Symptome sind. Ach, das reicht noch nicht mal. Ich war ja keine Ahnung, wie lange ich schon wirklich fast chronisch mich räuspere. Geht das auch mit so? Nein, mit so geht das nicht. Mit so? Mir fiel das Wort. Mit Steuerung gedrückt halten und grüne Linie anzeigen lassen und so. Das geht bei den Pipelines, geht das, wenn du auf der Pipeline draufstehst? Ja, ich stehe ja nicht drauf, ich bin ja zu klein. Naja, du kannst ja einfach eine Rampe hinbauen und kannst oben drauf laufen. Oder du nimmst einen Conveyor Pole, das ist an der Seite wie eine Leiter, wo du hochklettern kannst. Das wird doch hier alles schräg nach schief. So. Corona haben wir auch im Kühlschrank. Da gehört es auch hin. Ich muss das anders machen. So. Ein bisschen Zeug abliefern. Irgendwer ist mir gefolgt. Ich sehe es noch nicht in meinem Aktivitätsfeed. Oh, mein Chat verliert gerade auch die Verbindung. Danke, Jan Seitz, für den Follow. Das wollte ich ablegen. Das und 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 das. Meine Güte. Ich könnte aber schon mal... Ich bastel mal ein bisschen an der Kriteriumforschung rum, ja? Mach das. Warte mal, wie viel Barren brauchen wir dafür? 50. 50 Barren. Lustigerweise ist der Umsatz von Corona in den USA massiv gesunken und dafür in Europa massiv gestiegen. Ja, die Europäer haben auch Humor und die Amis halt nicht. Die Amis denken, dass es davon kommt. Die haben alle Corona gesoffen und jetzt sind die alle infiziert. Ja. Habt ihr mal bei Epic eine Anfrage geschickt? Was? Hab dir mal bei... Achso, mir. Okay. Bin da mal weg, bis später. Tschüssi, Fixit. Das jetzt immer noch schief? Nein, oder? Ich sag nein. Das werden wir gleich sehen, wenn ich wieder da bin. Wenn du sagst, das ist schief, ne?
Was ist dann? Dann höre ich auf. Oh. Sieht gerade aus. Guck, Blizzard sagt auch, dass es gerade aussieht. Ich finde auch, jetzt sieht es aus wie in einer Linie. Auf einer Linie. In einer Linie? Auf einer Linie. 100 Quickwire brauchen wir dafür. Wir üben gerade auch ein bisschen Deutsch. So. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Wie stellst du dir das mit den Conveyor Lifts vor? Also, wir müssen es ja absplitten von dem Band, wo unsere ganze Kohle dann drauf ist. Wir kriegen ja 30 aus beiden. Ach Gott, ja, wir müssen ja das Ding. Das heißt, wir haben ein 60er Band. Das heißt, erstmal müsstest du vielleicht die beiden Miner erstmal zusammen mergen auf ein Band. Würde ich vorschlagen. Ja, das ist mir auch gerade eingefallen. So, und dann brauchen wir vor jedem vor jedem Kohlegenerator brauchen wir dann erstmal einen Splitter. War das jetzt hier ordentlich? Muss man das Geodreieck holen, fragt Flo. Ja, hol mal. Ja. Ich mag es sehr gerne, wenn es gerade ist. So. Nee, das ist bei Logistik, ne? Die Lifts. Der Fusionator. Dein Lieblingswort. Wie heißt denn der Splitter eigentlich auf Deutsch? Trenner? Splitter. Nee. Das macht's noch beschissener. Splitter. Kann nicht wahr sein. Ich muss gleich pipi. Und ich erweitere mal kurz die Rampe. Ich wäre nämlich eben, als ich hochgelaufen bin, fast dahinter in den Graben gefallen. Deswegen baue ich da jetzt mal ganz gepflegt drüber. Ich habe einen Stein gebaut. Oh, was keine so eine coole Idee ist. In den Stein zu bauen? Nee, hier direkt rüber zu bauen. Vielleicht sollte ich auf W drücken, wenn ich gehe. Über 7 Brücken musst du gehen, habe ich gehört. Ja, so. Geht das? Über 7 Brücken, ja. Ja. Also in Hamburg auf jeden Fall. Oh ja, wir haben genug Brücken. Ich muss kurz eine Pipi-Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Das ist in dem Spiel eine Art Maßband, dann könnte man es ausrechnen. Naja, du hast die einzigen Maße, die du hast, woran du irgendwas ausrichten kannst, ist, dass die Foundations 8x8 von der Fläche her sind und 4 Meter hoch. Das sind die einzigen wirklichen Maße, also Längenmaße, die du hast in dem Spiel. Ja, das ist gerade. Ist im Multiplayer so cool, wenn jemand irgendwie außerhalb deiner Renderdistanz was baut, kriegst du alles reingerendert, wenn du ankommst. Ich bin da auch schlimm, alles muss gerade sein. Ja, ich bin da genauso. Ich bin da genauso. Alles muss gerade sein, nichts darf klippen. Es muss halt einfach nach was aussehen, ne? So, entmuten sollte ich mich auch. Hallo. Hallo. Ist gerade. Ist gerade? Hast du es auch für gerade gefunden? Hab's auch für gerade gefunden, ja. Ich wollte gerade sagen, das teure Klopapier, was ich kaufen musste, weil es kein anderes mehr gab, ist echt für den Arsch. Aber das wäre schon wieder so eine Vorlage. War der Wortwitz? Ach so. Nee, der war nicht gewollt. So. Das ist kein gutes Klopapier. Teuer nicht gleich gut, ne? Ja,
Aber es gab ja nichts anderes. Ja. Momentan ist das mit dem Klopapier ja so eine Sache. Ja, das stimmt. Hä, wo ist denn jetzt mein Förderband hin? Da. Na, das ist zu lang. Okay. Ich baue hier einfach erstmal ganz wüst irgendwelche Rampen hin, damit wir nicht ständig hier rumspringen müssen und aus Versehen fast in irgendwelche Löcher reinfallen. Kann ich Splitter auch in die Luft bauen? Du kannst Splitter stapeln. Okay. Hä? Und dann das untere wieder abbauen? Mhm. Okay. Wenn du mit Lifts arbeiten willst, musst du 3 Splitter übereinander stapeln, die unteren beiden wegbauen. Okay. Der obere hat den Input auf der falschen Seite. Ich wollte gerade sagen, irgendwas sieht da falsch aus. Es sei denn, du willst da einen Wüsten Conveyor-Tornado bauen. Das haben schon andere gemacht, habe ich gehört. Ich bin eher so der Es-muss-funktionieren-Typ. Naja, bei mir hat man es ja gesehen mit der Ölproduktion. Jetzt bei kleinen Startproduktionen bin ich auch erstmal so, okay, es muss funktionieren. Aber sobald das dann größer wird, da gucke ich dann auch schon und mache mir vorher genau einen Plan, wie viel ich von was brauche und wie ich das ungefähr aufbauen möchte. Ja, weil... Hä? Ach nee, warte. Ich muss ja anders drehen. Wie kann ich den... Dreh dich! Du musst den erstmal oben ansnappen. Bau die unteren beiden erstmal ab. Sonst weiß ich nicht, wo er zuerst snappt. Unten. Ja. Und jetzt da unten nichts mehr ist, snappt er jetzt oben. Dann snappst du ihn oben dran und dann kannst du den Output drehen. Oder den Input, also die andere Seite. Mit dem Mausrad. Hä? Der snappt nicht oben. Der macht komische Sachen, so. Hä? Der dreht sich komplett. Was macht er? Mach mal weg. Drück mal rechte Maustaste. Hä, der snappt doch ganz normal oben dran. Und wenn er oben dran gesnappt ist, dann drückst du einmal. Ja, aber dann baut er doch nach oben. Ne, wenn du einmal drückst und er oben eingeloggt ist, dann geht er automatisch nach unten oder nach oben. Du kannst das ja dann ziehen, ob du nach oben bauen willst, nach unten bauen willst und dann... Kannst du mit der Maustaste beliebig den Input in die richtige Richtung drehen. Genau. So, genau. Ah, okay. Das heißt, du musst oben erstmal einmal ansnappen und quasi einmal drücken, wenn du so willst. Mhm. Bist du doof dafür? Ich glaube, das ist ein bisschen zu nah an den Kohlegeneratoren dran. Weil du musst ja von den Splittern, dann musst du ja wieder mit dem Lift runter zu den Inputs. Also fange ich eigentlich von hier an? Du kannst erstmal von hier anfangen. Du musst, wenn du einen Splitter... Ich würd mit den Splittern anfangen. Wobei, du kannst die Splitter auch oben an die Fahrstühle dran machen. Ist das jetzt hoch genug? Der muss nur so hoch sein, wie der... Genau, die minimale Höhe muss es nur sein. Und dann würde ich aber den Input drehen. Weil es muss ja nach hinten noch weitergehen. Weißt du? Ja. Ich würde den Input dann in Richtung Wasserpumpen drehen, weil das muss ja durchlaufen einmal. Genau so. Und da oben müsstest du, glaube ich, einen Splitter dran snappen können. Ja, ich möchte aber nach hinten gehen können, damit ich es besser sehe. Alle, die jetzt bei mir im Chat sind, bei mir im Stream zu gucken, sehen meine verwirrten Gesichtsausdrücke, wenn du mir was erklärst. Hä? Was redet der? Und wer ist das überhaupt?
Hä? Ja, hä? Kommt gerade wirklich. Wo ist es denn jetzt hin? Du meinst, ich soll hier dran einen Splitter bauen? Geht das? Warte, ich mach das aber nicht. Nee. Nee, macht er tatsächlich nicht. Warte mal, mit Steuerung vielleicht? Nee, macht er wirklich nicht. Dann sollten wir... Kann ich vielleicht... Warte mal, ich habe eine Idee. Nee, du kannst jetzt unten am Boden den Splitter quasi direkt davor setzen. Ich kann gar nichts daran bauen. Warum nicht jetzt? Nee, das geht nicht. Den kannst du ja nicht in die Luft bauen. Aber ich kann doch ein Dings runterziehen, oder? Ja, warum spricht Davros plötzlich Chinesisch? Das frage ich mich auch gerade. Ich glaube, wir haben das falsch rum gebaut. Ich hätte erst Kohle bauen müssen und dann Wasser. Nö, das wäre auch nicht viel einfacher geworden. Du hast doch... Also erstmal baue ich hier eine Rampe, dass ich auf diese... Dass ich auf diese Scheiß... So. Also ist ja scheißegal, wenn ich den baue. Habe ich denn die verfickte Rampe jetzt hingebaut? Du baust die in die Pipelines? Das untere wird doch gleich abgebaut. Okay. Warum komme ich denn hier nicht rein? Weil es falsch gebaut ist. Falsch rum. Der untere ist falsch rum und die oder drüber sind auch falsch rum. Hä, warum ist der untere falsch rum? Der untere kann gar nicht falsch rum sein. Der Input muss ja vorne sein. Beim unteren ist der Input hinten und bei den beiden oberen ist der Input irgendwo... Aber die unteren baue ich doch gleich wieder ab. Ja, der obere muss stimmen. Ups. Der ist schon wieder falsch. Der war eben richtig. Du drehst das immer heimlich. Ja, oder? Ja. Das wird sein. Das ist die einzig logische Erklärung. Bei mir zeigt er jetzt orange an, wo es reingeht. Orange? Orang-Utan. Das ist ein Affe. Kann ich mehr. Ja, da muss es aber nicht rein, da muss es raus. Du willst die Kohlegeneratoren befüllen und nicht den Kohlegeneratoren Kohle wegnehmen. So meinst du? Ja. Okay. So kommen wir der Sache schon näher. Ich kündige gleich. Bei Fixit kann man nicht kündigen, ist verboten. Okay, mein Chat hat mir auch auf die Sprünge geholfen. Siehste. Ihr habt alle recht. Ihr habt alle recht. Sagt's ihr mal. Mir wird ja hier nie geglaubt. So. Ach, das kann ich nicht so runterbauen, ne? Ach, warum muss das Leben denn immer so kompliziert sein? Was denn? Was kannst du denn nicht runterbauen? Hier einfach ein Förderband runter. Von dem hier oben, oder was? Kannst du doch machen. Nee, geht nicht. Wieso geht das nicht? Boden? Geht doch. Doch. Aber dann hängt der Hype in der Pipe. Ja, dann baust du noch weiter nach vorne. Kann ich das nicht irgendwie hochziehen? Du kannst auch mit dem... Falsch. Du kannst auch mit dem Conveyor Pole arbeiten. Nein. Ich konnte das doch auch mit so. Nee. Das geht nur, wenn du die Dinger einzeln baust. Nee, ich bin der Meinung, ich habe das auch mal anders gemacht. Du willst es nach oben ziehen, oder was? Ja. Da musst du im Zweifel einmal klicken und dann mit der Maus hochziehen. Ha. So. Ich amüsiere mich gerade total. Ja, es ist ein bisschen chaotisch. Das gleiche hättest du auch mit dem Conveyor Pole erreicht, quasi. Nein. Ich nicht. Nein. Chat, do your thing. Einmal klicken, dann hochziehen. Ja, danke. Porti, wirst du so ausgesprochen? Nee, Patwe. Porti, ich keine Ahnung, wie du ausgesprochen hast. Patwe und Porti klingt, als würde sie es völlig unterschiedlich schreiben. Ja, würde ich auch, so wie ich aussprach.
spreche. Hyper, mega, also krasser Superlag. Bei mir mangelt es so langsam an Konzentration. Man merkt es daran, dass ich albern werde. So. Dann bist du jetzt schon seit 2,5 Stunden unkonzentriert. Oh! Ich werde hier gemobbt. Ich kündige gleich doch. Geht nicht. Ist verboten. Dann schalte ich halt den BR ein. So. BR bei Fixit. Wo sind wir denn hier? So. Guck mal, jetzt kann ich ja auch hier drauf rumlaufen. Das war eine schwere Geburt. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? So geht das nicht. Was denn? Damit das gerade wird. Naja, du hast ja, wenn du den Splitter baust, siehst du ja, ob er parallel zum Input ist oder nicht. Anhand des grünen Pfeils. Und dann ziehst du ihn einfach auf Höhe der Pipes. Oh, hier ist doch was schief, hä? Was ist schief? Ich sag's nicht. Oh nein. Darf ich jetzt kündigen? Nein. Nein, du kannst doch einfach, wenn du einen Splitter hast, kannst du... Wo ist was schief? Hier, der eine Pipe-Input. Das ist aber völlig wurscht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es funktioniert ja. Wenn du hier stehst und den Splitter baust, dann siehst du zum einen, ob er parallel ist mit dem Input anhand des grünen Pfeils. Und dann, wenn du noch ein Stück nach hinten setzt, siehst du, ob er parallel ist mit dem anderen. Mhm. Das heißt, wenn sich die beiden grünen Linien treffen quasi und ein T bilden, dann sollte das eigentlich parallel sein. Ich möchte jetzt das Schiefe gerade machen. Okay. Das sonst, wenn ich das jetzt so sehe, dann ist das Kacke. Okay. Großes Kacke, sagst du? Ja. Nee. Ich glaube, es fängt an, stärker an zu laggen, umso weiter ich vom Host weg bin. Das kann natürlich sein, weil ich habe nicht so viel Gelegge. Also ich habe jetzt hier, je weiter ich von dir weggehe, wobei in der Base war es eigentlich okay vorhin. Huch! Nervöser Zeigefinger. Weil man eine Blume erschossen. Die arme Blume. Nur zur Sicherheit. Ey, Blume ist doch das Stinktier von Bambi. Echt? Ja. Ich habe bestimmt 30 Jahre kein Bambi mehr geguckt. Nein. Hast du deine Netzwerk-Prio auf hoch? Du meinst die... Wo ist denn das? Netzwerkqualität. Gameplay, Netzwerkqualität habe ich auf hoch, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das was für das Spiel selber aussagt oder ob das einfach nur eine Info ist, die du dem Spiel gibst, wie gut oder schlecht deine Leitung ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Ist jetzt gerade. Oh, ich bin gerade unterwegs. Ich guck selbst von oben. Und dann kann mein Chat zur Not auch noch sagen, ob es gerade ist. Ja, du kannst diese Pipeline-Kreuzung halt relativ schlecht ausrichten. Du musst das per Augenmaß machen. Ja. Wo ist denn der Splitter?
Das Spiel will mich gerade voll ärgern. Will es dich ärgern oder ärgert es dich faktisch schon? Es ärgert mich faktisch schon. Hab noch ein bisschen Katerium gefunden. Hier oben war ja schon zugange, ne? Notiz an mich selbst. Nicht mit einem Flummi rumspielen, wenn ein offenes Bier auf dem Tisch steht. Oh, oh, ja, Flo. Wie du gleich wusstest, dass es von Flo kommt. Ja, ich weiß, wie Flo schreibt. Ach so. Sorry, aber das war so typisch der Satzbau, wie Flo ihn schreibt. Ein bisschen kennen wir uns ja schon. Mittlerweile. Außerdem hat Flo geschrieben, dass er sich ein Bier holen will. Oh, das stimmt. Ich bin manchmal nämlich aufmerksam. Kombinationsgabe. Ach so. Ja, ab und zu bin ich auch mal auf der Höhe. Wir müssen bald aufhören. Ist das so offensichtlich? Was müssen wir aufhören? So langsam bin ich durch, habe ich gesagt. Na, ich würde sagen, dass wir das hier noch fertig versuchen zu bauen oder du und dann ist auch gut. Ich muss noch was essen und es ist schon fast 22 Uhr. Oha. Ach, hast du, ach stimmt ja, du hast ja noch nichts gegessen. Ich hab noch nichts gegessen, ne? Also, es ist kurz nach 9:30. Aber man kann das mal so wie Physiker es tun, aufrunden auf. Es ist fast 10. Ja, bei 0,5 wird aufgerundet. 0,5 ist eine halbe Stunde. Also, sobald es 31 ist, ist es quasi schon um. Du kannst doch auch nachträglich erst die Kreuzung ins Rohr bauen. Kann ich das? Das war's. Ja, kannst du auch machen. Wusste ich nicht. Ja, kannst du auch. Ah, okay. Das ist ein cooler Tipp. Also du kannst theoretisch, hättest du auch erst eine ganz lange gerade Pipeline ziehen können und hättest dann die Kreuzung reinbauen können. Ich bin kaputt. Hör ja gleich auf. Ich will hier oben stehen bleiben, danke. zu viel Schwung gehabt. So. Ja, aber ich kann es mir ja merken für die Zukunft. Vielleicht war es auch so amüsant, mir zuzugucken, wie ich mich mit den Pipes abmühe. Warte, da hinten läuft Mr. Bean im Wasser rum. Dann ist da die Map offensichtlich noch nicht zu Ende. Wo ist da hinten? Oh, ganz weit hinten. Hinter unseren Kohlekraftwerken. Ich weiß das nicht, ob sie es extra gemacht haben. Vielleicht warten sie es gerade. Ganz witzig. Gute Nacht, Friendly. Gute Nacht, Friendly. Oh, ja, oh, da hinten. Und da sehe ich dich schwimmen. Ja, wir haben auf jeden Fall... Nein, du bist weit weg. Wir haben auf jeden Fall noch mega viel Platz. So.
Das muss ich doch jetzt bestimmt alles noch rumtakten, oder? Nee, die Generatoren laufen auf volles Rohr sowieso. Mhm. Und die beiden Miner, wir brauchen die vollen 60. Also wenn alle vier Kohlekraftwerke auf voller Pulle laufen, dann brauchen wir genau 60 Kohle. Wir könnten jetzt sagen, damit das nicht anhält, ständig, bauen wir hinten noch eine Awesome Sink hin und führen die restliche Kohle hinten halt raus. Ich möchte erstmal Strom verlegen. Nee, muss ich ja gar nicht. Doch. Die Kraftwerke müssen ja ans Stromnetz. Ja. Ich hatte gerade einen Denkfehler. Ich habe ja gedacht, die produzieren ja Strom, aber... Ja, aber der muss ja irgendwo hin. Die produzieren ihn ja auch. Genau. Ich mache es immer so, ich stelle hinter jedes Kraftwerk einen Pfeiler, einen Powerpole, klemm das an und dann... Das war auch meine Idee. Connecte ich das mit dem Rest. Ich bin total unschuldig, ich habe das noch nie gespielt. Okay, dann bist du raus, Alpha Yankee. Der lügt doch. So. Ich baue das jetzt unschön. Was machst du? War das jetzt unschön. Okay. So frei nach Schnauze und... Achso, die Wasserpumpen sollten dann vielleicht auch erstmal noch Strom kriegen, ne? Ja, das kriegen sie auch noch. Ich bin da noch gar nicht fertig. Okay, ja, hätte ja sein können, dass du es vergessen hast. Nein. Das war falsch. Hätte ja sein können. Wie ich hinten nur so einen Blitz durchs Bild huschen sehe. Als Overlay vor allen anderen Grafiken. Vor dem Felsen huscht so ein Blitz nach rechts und links, wenn du dann Strom verlegst. Trinken nachschenken. Ciao, Zero. Tschüss, Zero. Muss ich die Wasserpumpen auch dingsen? Ach, habe ich ja schon. Die hast du schon auf 75. So. Dann sollte das doch gleich so langsam anlaufen. Auch kann ich irgendwie nachsehen, wann, wie, wo Wasser schon ist? Du siehst es an den Indikatoren, an den Pipelines. An diesen drei Ringen. Und du siehst die Kraftwerke, das erste läuft. Zweite läuft. Ich sehe das nicht. Rauch aus dem Schornstein. Zweite läuft nicht mehr. Hey, das fährt doch läuft Lags. Wieder. Ah nee, das jetzt. Auslags. Kuta, danke für dein Abo. Dankeschön. So, ich sehe den Rauch, mal sehe ich ihn nicht. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt ist die Frage, ich würde hinten noch eine Awesome Sink hinbauen. Einfach hier neben, damit die überflüssige Kohle abtransportiert wird. Und wir haben noch ein bisschen was von. Wir haben eh noch keine. Wie heißt das auf Deutsch? Keine Coupons gesagt. Das ist unter Special. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Ich spiele es ja nicht auf Deutsch. Awesome Shredder. Ja, dann doch Awesome Shredder. Meine Güte, ey. Boden ist zu steil. Oh, sogar Twitch Prime-Abo. Guter. Ich kann das da nicht hinbauen. Das passt dahin. Drehst doch mit dem Eingang und stellst genau neben die Dinger.
Hier macht er das nicht. Ach so, meinst du das? Oh. Sag das doch. Hä? So. Hier ist der Boden zu steil. Das war doch eben. Du schiebst ganz nah ans Kraftwerk an, so nah wie es geht. Ich kann das halt nicht, wenn große Dinger vor meiner Nase sind, sehe ich das ja alles nicht so. Warum baut er das so komisch? Egal. Braucht der auch Strom? Jo. Sogar ziemlich viel. Aber immerhin kriegen wir dann schon mal ein paar Coupons. Der frisst uns jetzt zwar direkt 30 Megawatt weg von den 300, die wir produzieren, aber hey. Dann sind wir da aber safe, dann soll die überschüssige Kohle... Doch, das habe ich gesagt. Lässt sich das Spiel gut spielen ohne Recherche? Sprich, bringt mir das Spiel ein bisschen... bei, wie alles läuft, oder muss man das selbst rausfinden? Hm. Ich würde mal sagen, man findet... Also man muss es schon selbst rausfinden. Das Spiel sagt einem halt, was man braucht, um Gegenstand X herzustellen, aber wo man das herbekommt und wie man sich das aufstellt, beziehungsweise wie man sich die Produktionsreihe oder Produktionslinie zusammenschustert, da ist natürlich dann jeder selbst für verantwortlich, aber Recherche muss man nicht wirklich betreiben, also. Dass da so ein paar Hubbel jetzt in der Stromversorgung sind, ist das normal? Dass wir im Moment ein paar Hubbel drin haben, weiß ich nicht, ob das normal ist. Ja, wahrscheinlich, weil die Wassergeneratoren wahrscheinlich schon. Ah ne, das ist die Awesome Sink. Ah, okay. Wenn die was kriegt, geht sie ja nur an, und wenn sie nichts kriegt, dann, okay. Dann frisst sie auch keinen Strom, wobei die eigentlich dauerhaft was kriegt. Also ist das nicht die Awesome Sink. Die kriegt ja jetzt aktuell noch dauerhaft Kohle. Wie viel Megawatt sind denn das? Ach, das sind bestimmt hinten die Miner. Ich mach die Miner mal leer. Die sind bestimmt vollgelaufen. Okay. Ich geh schon mal zurück zur Base. Mhm. Ja, aber man kann das ja hinbekommen, dass der Verbrauch auch linear ist, beziehungsweise nicht linear, sondern eine Gerade ist. Ja, das ist ja auch der beste Indikator für Effizienz, meiner Meinung nach. Was hast du hier denn? Ach, du hast hier irgendwas hingebaut. Ich? Ja. Oben bei der Rampe, ja, ich habe das ein bisschen, weil ich da hinten fast wieder runtergeplumpst wäre auf der anderen Seite. Okay. Oh, ich habe es gemerkt, da war ein Haar. Komme ich hier hoch? Ne? Habt ihr auch gerade das Geräusch gehört? Ist das der? Macht der dicke Geräusche? Ja, der macht Geräusche. Okay. Warum steht das hier manchmal noch? Ich verstehe das nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Muss ich jetzt wieder zurückkommen? Nee.
Meine Waffe ist gar nicht nachgeladen. So. Jetzt sieht's ja ganz wirr aus. Hm, was? Der Stromverbrauch. Na gut, jetzt kann sein, dass die Wasserpumpen schon wieder aufhören zu arbeiten, weil die Kohlegeneratoren vollgelaufen sind mit Wasser schon. Aber da kann man nichts gegen machen. Okay. Da kann man nur ab und zu mal die Pipelines leeren quasi, dass die wieder nachpumpen, wenn man wirklich gucken will, wie der tatsächliche Stromverbrauch ist, wenn alles läuft. So. Nee, das hat in dem Fall nur gestockt, weil die Bänder vollgelaufen waren. Beziehungsweise die Miner. Es sollte nämlich exakt nicht stocken. Weil das sind zwar alles MK1-Bänder, aber auf denen, die aus den Minern rauskommen, sind nur 30 Items drauf. Und dann werden die zusammen gemerged und dann sind 60 drauf. Deswegen ist der Gürtel oder der, das Fließband voll. Und hier ist überall eine Lücke dazwischen. Und so soll es sein. Und so muss es aussehen. So, jetzt wenn du im Rutschen springst, dann springst du viel höher. Okay. Wenn du was? Im Rutschen springst, springe ich viel höher angeblich. Okay. Ich habe es gerade versucht auszutesten, aber ich bin gegen die Förderbänder gelaufen, gesprungen. Mm. Ich war schon wieder da reingelatscht. Ich kann aber auch nicht drüber bauen, weil wir dann hier die Limestone-Node zubauen und die brauchen wir später ziemlich sicher noch. Oh, entschuldigt, ich wollte nicht mein... Schrecklich ist das. Geht gar nicht. Gewalt gegen Mikrofone. Ja, das ist Nordline. Ja, ich werde langsam aggressiv. Vom ganzen rumsitzen, also, weil ich den ersten Tag erst rumsitze. So. Ich lese jetzt erst den Kommentar von 11Core. Also man braucht nicht für alles das Wiki. Man kann das Wiki durchaus konsultieren, weil es ein gutes Wiki ist, was auch die Informationen jetzt für Update 3 schon relativ gut aktualisiert hat. Also, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, ist das Wiki zu konsultieren auf jeden Fall die beste Wahl und Möglichkeit. Aber so, dann können wir ja eigentlich die ganze Bioenergie abbauen. Dann bau du mal ab. Ja, ich bin absoluter Pro-Streamer, sieht man doch. Sieht man doch. Was davon brauchen wir nicht mehr? Oder ich bin aber auch gerade ein sehr hungriger Streamer. Ja, deswegen hören wir jetzt auch auf. Das kann weg. Ich speichere mal. Das kann weg. Ich speichere, wenn du fertig bist. Moment, das hinten kann nicht weg. Das kann auch weg. So. Gudi, du kannst speichern. Ich darf speichern. Jetzt haben wir schon mal das Wichtigste geschafft. Automatisierte Energie. Wie viel haben wir jetzt? 300? 300. Ich habe die Bio ja komplett abgebaut. Aber warte mal ganz kurz noch. Worauf soll ich warten? Ich will noch ein bisschen was ablegen eben schnell. Das habe ich jetzt aber nicht gespeichert. Dann speicherst du nochmal. So. Da jetzt speichern? Ja. Guti, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich euch nicht. Okay. Siehst du? Unterschied. Natürlich wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, das hoffe ich auch. Wir hatten ihn. Ich hatte ihn auch, ja. Kannst ja einfach nicht von mir sprechen.
Vielleicht habe ich die ganze Zeit geweint oder so. Ja, ja. Du hast die ganze Zeit gekichert. Wenn das bei dir weinen ist, okay. Ja. Nee, habt noch einen schönen Abend. Ruht euch schön aus. Morgen ist Sonntag. Schlaft aus. Genau, und chillt. Ja. Tschüssi. Tschüss.